Britney Sade für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, hallo, hier ist der Detlev von Wake News Radio. Ich heiße euch willkommen zur heutigen Sendung, ja, und die ist nämlich am 6.9.2012, ja, hier bei Wake News Radio. Und ich muss sagen, klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt, super. Und ich hoffe, das klappt heute wieder hier mit dem Sound. Sollte irgendwas sein, meldet ihr euch, ist doch logisch, oder? Ihr könnt es hier beispielsweise reinposten. Hier bei meinen Chaträumen bei wakenews.net, Wake News Radio, gibt es 3 Stück, da könnt ihr euch alles aussuchen, wo ihr da posten wollt. Und ihr könnt natürlich auch mir eine E-Mail schicken unter radio@wakenews.net. Das ist doch klasse. Und hier beim Chat, da sagen sie alle schon, hey, hallo Detlev, wie geht's? Ne? Klar, also nicht schlecht. Ne? Und natürlich wollte ich auch noch mal darauf hinweisen, hier auch bei milen-fm.lu oder .net bin ich auch live parallel hier zu hören. Könnt ihr auch einschalten, kein Thema. Und übrigens gibt es auch natürlich, dort das Mumble. Ne? Also Mumble ist so eine für jeden zugängliche Variante, um so miteinander zu chatten, ne? Sich live zu unterhalten. Und das kann man sich da runterladen, ist gleich bei milen-fm.lu oder .net die entsprechende Download-Funktion zu sehen. Und da könnt ihr dann auch natürlich nach der Sendung dort auch mal mumblen. Ne? Okay. Ja, super. Also zunächst mal vielleicht, wie ich es immer mache, herzlichen Dank an unsere Künstler, die uns hier Musik reinschicken. Und wir hörten jetzt hier direkt vor der Sendung Obscurita Eterna von Alvin Iabe. Und ich habe also hier immer meine Ohren offen, auch für alle Künstler und DJs und Produzenten, die mir hier mal Musik zuschicken wollen. Aber bitte müsst ihr mir schon MP3 zuschicken, ja, damit ich mir das hier einfacher runterladen kann und so, weil ich fange jetzt nicht erst an und dann lad mir das irgendwo bei YouTube runter, ne? Bestimmt nicht. Also das muss man mir als Originaldatei bitte zur Verfügung stellen mit den entsprechenden Informationen, wer der Künstler ist und wohin ich eventuell verlinken soll, ne? Wenn das gewünscht ist. Okay, das vielleicht mal dazu. Und ansonsten zur letzten Sendung, ne, da hatte ich ja auch das Video noch sogar, ne, am gleichen Abend hochspielen können. Bitte, das geht nicht immer, je nachdem. Da habe ich mal meine Haare offen getragen, ne? Man kann ja nie mal alles zubinden, ne? Und da kamen ja Kommentare, ne? Kommentare, das gibt's ja gar nicht, ne? Das gibt's gar nicht. Doch, hier kommt was, hier, hallo, ich habe keinen Ton, was mache ich jetzt? Ja, einfach die Seite aktualisieren. Ne? Aktualisieren der Seite, das ist immer das Beste. Dann nachschauen, ob die Player, ja, ich schreibe das hier gerade rein, ne? Ob die Player auf laut gestellt sind, ne? Manchmal tut man das ja, ne? Schaltet sie ab, ne? Einen und davon ausschalten, sollte man sich auf meiner Seite befinden. Ne? Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Oder ihr könnt auch natürlich gern bei Milen FM hören, das ist gar keine Frage, weil sie ja hier direkt auch von mir die Sendung live zur Übertragung bekommt. Ne? Also, ja, aber es ist letztendlich wurscht. Hauptsache, wir gehen voran. Und zur letzten Sendung gab es viele Kommentare. Da haben wir uns mit dem Absturz beschäftigt und der Absturz ist im vollen Gange, weil der Absturz ja gewollt ist. Auch das System will ja, dass das System zusammenbricht, weil sie ein neues System uns aufoktroyieren wollen. Das ist ein tolles Wort, versteht kein Mensch, aber so ungefähr kann man sich vorstellen, was das heißt, oder? Nämlich, die wollen uns das raufdrücken. Ne? Ist viel schöner der Ausdruck eigentlich. Ne? Im Deutschen kann man das einfach viel einfacher, ne? ausdrücken. Okay. Und dann sagen viele Leute, ich soll nicht so viel lachen.
Ja, aber es ist irgendwie eingebaut. Ne? Das kann ich alles nicht mehr so ohne weiteres stoppen hier. Ne? Okay. Ja, ich würde mal sagen, ihr könnt mir ja während der Sendung natürlich reichlich Fragen, Infos, Kommentare reinsenden unter radio@weakness.net, denn das Thema zur heutigen Sendung ist gewählt von mir: Lüge und Macht. Und das sind ja Dinge, die kennen wir zu Genüge. Ne? Und dazu habe ich natürlich auch einen Text schon geschrieben, ne? Muss ja auch mal so ein bisschen die Sache vorbereiten. Oder habe ich heute veröffentlicht auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com, und auf der Seite kriegt ihr nachher dann auch den Link zu meiner Aufzeichnung als Video. Kann man sich natürlich auch einfach nur anhören. Ne? Man muss es ja nicht ansehen, ne? Wenn man Klanghaare nicht mag. Ne? Wobei, heute habe ich alles zusammengebunden. Hey, ich mache jetzt gerade Folgendes. Das ist natürlich nur für die, die nachher das Video sehen. Ich habe nämlich eine neue Brille. Ne? Die setze ich hier gerade mal auf, sofern das hier klappt. Bin ja hier mit meinen Kopfhörern ausgerüstet. Und das ist ja eine richtige Pilotenbrille. Ne? So sieht das Ding aus. Mit ganz vielen Löchern drin. Ne? Das ist die sogenannte Rasterbrille. Und da soll ich jetzt ein Augentraining mitmachen. Das hat mir eine sehr aufmerksame Zuseherin, ne, zugesandt. Ganz klasse, herzlichen Dank dafür. Ja, jetzt muss ich mich nur daran gewöhnen, damit herum zu sehen, ne, zu laufen. Aber ich habe es zumindest mal aufgesetzt, kann es aber hier noch nicht durchhalten. Man muss sich erst daran gewöhnen, sonst kann ich das alles nicht lesen, was ich auch vorlesen wollte. Ne. Also ich setze sie jetzt mal wieder ab. Irgendwann immer zwischendurch mal wieder drauf. Man muss das immer trainieren, und das soll nachher dann offenbar auch die Sehstärke wieder verbessern helfen, sodass man vielleicht gar nicht mehr so viel die Brillen braucht. Ne? Okay. Muss ich aber erst testen. Kein mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Ich habe da noch keine Ergebnisse natürlich, die ich präsentieren kann. Okay, was habe ich jetzt da geschrieben zu dem Thema Lüge und Macht? Wake News Radio TV auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com. Wer kennt sie nicht, die Lüge? Ja, irgendwann sind wir alle schon mal damit in Berührung gekommen, bewusst oder unbewusst, im Kindesalter, als Erwachsener, in der Familie, unter Freunden, im Alltag und im Privatleben. Ist die Lüge also normal? Ist es Bestandteil unseres Lebens, zu lügen? Wollen wir gar selbst belogen werden? Geht es gar nicht ohne Lüge oder ohne das Lügen? Ist die Wahrheit zu schrecklich, als dass wir sie denken und aussprechen wollen? All dies geht mir heute durch den Kopf in Anbetracht all dessen, was wir so erleben. Und ich stelle mir die Frage, wie anstrengend ist die Wahrheit? Wie anstrengend ist es, nach der Wahrheit zu suchen? Wenn doch überall, privat, beruflich, staatlich, politisch, finanziell, wirtschaftlich und wissenschaftlich so viel gelogen wird. Können wir uns eine Welt ohne Lügen überhaupt vorstellen? Brauchen wir die Lüge zum Überleben? Oder ist die Lüge einzig ein Ausdruck von Macht? Ja, in der heutigen Sendung versuchen wir anhand dieser Thematik mal diese kniffligen Fragen zu analysieren, zu besprechen und zu differenzieren, natürlich auch. Und wer das bitte kommentieren möchte von euch oder Infos, Fragen dazu hat oder seine Ansicht mitteilen will, kann das tun unter radio@wakeness.net, weil im Chat geht's mir ein bisschen zu schnell, da kann ich nicht alles immer so abgreifen. Es ist besser, ihr schickt mir dann eine E-Mail, ne, unter radio@wakeness.net. Denn in der uns kontrollierenden Matrix, und wir haben ja über die Matrix häufig gesprochen, und für den diese Sichtweise, also der Begriff Matrix ist ja bekannt, aber dieser Begriff eben jetzt hier in Bezug auf unser Leben nicht klar ist, der muss sich natürlich dann auch nochmal ein paar ältere Sendungen von mir, was heißt ältere, das ist immer aktuell, ne? ein paar vorhergehende Sendungen anhören. Aber in der uns kontrollierenden Matrix jedenfalls wird von den Machthabern, in Anführungszeichen, gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Und das ist etwas, was wir doch alle nicht wollen, oder? Ja, also ich denke, das müssen wir sehen, so, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ja, darüber wollte ich mal mit euch diskutieren, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns unglaublich
berührt und betrifft, weil jeder von uns ist schon mal in der Situation gewesen, glaube ich, war ich auch, ne? Dass man gelogen hat, ne? Oder geschwindelt. Schwindeln, ja, das ist noch so ein bisschen so, ja, so ein bisschen eine kleinere Variante, ne? Vielleicht, keine Ahnung, dieser Lüge, eine harmlosere Lüge. Ja, meistens ja auch, gerade wenn man so als Kind, ne? Also da kann man sich schon mal das eine oder andere erinnern, denke ich, da war das auch nicht so immer so ganz einfach, ne? Weil man ja manchmal auch irgendwas gemacht hatte und da hatte man irgendwie nicht die Lust, ja, bestraft zu werden oder so, ne? Oder? Oder hat man sich dann schnell was, je nachdem, wie clever oder wie ehrlich man war, ja? Das hat also nichts, es ist nicht, kein Gegensatz. Ja, das meine ich nicht. Denn Kinder sind ja in der Regel wesentlich ehrlicher, eigentlich auch überhaupt noch gar nicht geprägt durch irgendwelche Lügen oder sowas oder durch irgendwie das Lügen müssen, sondern die sehen das eigentlich, die fragen ja auch ganz blunt heraus. Ja, sag mal, wieso sieht der so blöd aus? Ne? Also als Beispiel. Ne? Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Und ja, auch und das ist einem dann peinlich, weil man will ja nicht den anderen irgendwie und so. Ne? Ja, und wie gesagt, die lügen dann, also wenn allenfalls darum, weil sie einer Strafe entgehen wollen. Ne? Und das ist bitte ja irgendwie legitim. Ne? Wenn man also, bevor man jetzt hier irgendwie gehauen wird oder irgendwie Arrest bekommt, ne? Oder wie war das als Kind, sitzen bleiben. In der Schule, ne? Oder bei uns, was gab's bei uns dann noch? Da gab's auch so Stübchen, da wurde man reingestellt oder in die Ecke gestellt oder so, ne? Und ganz früher gab's auch noch was auf die Finger mit dem Lineal, Holzlineal, ne? Nicht das weiche Plastik. Richtig schönes festes Holz. Und so, ne? Oder zu Hause, ne? Dann darf man Hausarrest, dann darf man nicht mehr raus und so, und dann. Ja, aber wenn dann natürlich erwischt wurde, dass man gelogen hat, dann war es auch nicht unbedingt besser. Also es hat nicht immer funktioniert. Nicht? Also ich denke, das könnt ihr irgendwie nachvollziehen. Sowas habt ihr da wahrscheinlich auch irgendwie mal erlebt. Oder, keine Ahnung, müssten wir mal nachforschen. Ihr könnt mir da ja eure Erlebnisse, ich sage, ich nenne ja keinen Namen, nicht? Keine Angst. Da wird also hier nicht preisgegeben, von wem das ist. Na, wenn ihr solche Erlebnisse hattet und vielleicht auch Kommentare dazu, was ihr da richtig findet oder nicht richtig findet, können wir das gerne mal diskutieren, wer sich traut. Ne? Ansonsten spreche ich es aus. Aber es gibt eben auch eine Art von Lüge, das ist die sogenannte Dauerlüge. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal, man muss ja auch häufig mal so in den privaten Kreis hineinblicken, in den bekannten Kreis, ne, den man hat. Da gibt es jetzt ein oder andere Beispiel vielleicht. Da erinnert man sich an den oder jenen oder diejenige oder denjenigen, ne? Also nicht geschlechtsspezifisch, ne? Das ist ist allgemein. Dass es da Leute gibt, die eigentlich fast andauernd lügen oder wo man wirklich nicht mehr weiß, ist das jetzt wahr oder ist das Fantasie oder ja. Da gibt es eben eine Bandbreite von Dingen, wie man das einige haben einfach nur eine blühende Fantasie, nicht? Und erzählen dann Dinge, die sie vielleicht sehen, aber das muss jetzt nicht unbedingt eine Lüge sein, ja. Auf der anderen Seite eben gibt's Leute, die sich damit auch irgendwie selbst, in Schwierigkeiten bringen, weil sie eben quasi eine Lüge auf der anderen aufbauen, weil sie gar keinen Ausweg mehr sehen daraus, versteht ihr, dass man also quasi eine Lüge auf die andere draufpackt, weil sonst stimmt die erste Lüge nicht und wenn die auffällt, dann bricht das andere zu und dann hat man Nachteile und jenes und dies und ihr wisst, was ich meine. Ne? Das gibt's also auch. Also vielleicht nicht so häufig, aber hier und da ist dem einen vielleicht sowas so schon einmal sogar aufgefallen. Ne? Okay. So. Hier kommt gerade einer. Hey. Habt ihr die E-Mail-Adresse redaktion@wakeness.net auch mal probiert? Da habe ich immer früher hingeschrieben, bis dann mal Meta-Dämon kam mit Blabla Posteingang vom Empfänger voll. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so, bis es mir aufgefallen ist. Bei mir sagt es das ja nicht. Übrigens, ne? Das habe ich aber wieder korrigiert. Habe das anders eingestellt.
und habe auch mal so ein bisschen meine E-Mails übrigens abgebaut. Ne? Ich hatte vorher so 5000 irgendwas ungelesene E-Mails. Die sind jetzt runter auf 4700. Also 300 E-Mails habe ich zwischendurch mal irgendwie auch mal gelesen wieder, von denen, die ich nicht bis jetzt geöffnet hatte. Ne? Also ja, ich kriege natürlich eine Menge. Und aber was die Sendung angeht, ist natürlich richtig Radio at Wilkins Bonnet. Könnt ihr reinschicken. Logisch, ne? Natürlich lese ich manchmal mit hier. Da schreibt einer, juhu, der fließt mit. Aber nur, wenn ich gerade zufälligerweise, der Zufall, ne? Ist ja klar, Zufall ist das halbe Leben, ne? Habe ich auch schon was gesagt. Da gucke ich nochmal rein, ne? Und so weiter. So. Aber eben beim Chat geht es relativ schnell, da kommt man nicht so schnell mit, da vor allem komplexere Sachverhalte. Ne? Ja, was meint ihr? Also, aber ich habe natürlich jetzt auch mit Lüge und Macht als Thema so etliches noch, ja, soll ich sagen, im Kopf, ja. Denn mir geht es eigentlich auch in dieser Sendung hier heute mal das zu diskutieren, die systematische Lüge oder die Lüge aus einem, nicht aus einer Not geboren, ja. Wie gesagt, ich habe das vorhin schon mal so als Kind, ne, kommt man schon mal in diese Gelegenheit, aber auch als Erwachsener, nicht? Gibt es vielleicht die eine oder andere Situation, wo man lügt oder schwindelt, ja, aber sagen wir ruhig mal lügt, einfach um seinen Kopf zu retten oder um sich eben, um sein Überleben zu retten. Ich stell dir mal vor, du bist in Afrika unterwegs, ja, irgendwo, ich will jetzt hier niemanden, ja, also kein Land oder so diffamieren, aber als Beispiel, ne? Wir gehen mal ein bisschen über den großen Teich, ne, an der Afrika, also übers Mittelmeer, ne? Okay, gut. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und stellen wir uns die Frage, könnte es sein, dass dort jemand, der einer verfolgten Gruppierung angehört und da von irgendwelchen Milizen gestellt wird und der weiß, wenn die jetzt rauskriegen, wer ich bin, dann erschießen sie mich, hat der das Recht zu lügen und zu sagen, ja, also ich bin hier eigentlich doch ein ganz anderer, ne? Hat er dann das Recht, das zu sagen, um sein Leben zu retten? Tja. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, ja. Hä? Und dann gibt's andere Sachen mit Religionen und so. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du bist irgendwo, werden Juden verfolgt und sagst, du bist Jude, dann, ups, hast du schlechte Karten. Ne? Also könntest du sagen, nee, ne, ich bin Christ oder so. Wobei im Christentum das ja zum Beispiel auch so war, ja, dass es dort Märtyrer gab. Das heißt, die Menschen haben dann gesagt, ja, also ich bekenne mich zu meinem Glauben, egal ob es mein Leben kostet oder nicht. Gut, das kann natürlich jeder selbst entscheiden für sich, aber es geht ja hier nicht darum, ob man ein Märtyrer sein will, sondern wann eine Lüge gegebenenfalls gerechtfertigt ist oder als Mittel des Überlebens akzeptiert werden kann. Das ist also, würde ich mal sagen, eine Variante, über die man diskutieren könnte. Und das andere ist, wie ist das mit der systematischen Lüge? Das heißt, Lügen, um ein System aufrechtzuerhalten oder Lügen, um eigene Ziele durchzusetzen, die sein können persönliche Bereicherung, als Beispiel, ja, oder eben persönliche Macht ausüben zu können. Da denken wir nun mal daran, das ist, und das ist jetzt ein bisschen pauschal, aber als Beispiel kann das herreichen, denke ich, dass früher so Schamanen, weiß ich nicht, ob jetzt Schamane der richtige Ausdruck ist, aber eben irgendwelche Priester genau gewusst haben, wann es beispielsweise eine Sonnenfinsternis gab und an dem Tag haben sie eben irgendwie die Leute hergerufen, haben gesagt, so, und hier unser Gott spricht und ja, ihr habt das alles falsch gemacht und nur wenn ihr jetzt hier eure Sünden oder was weiß ich oder irgendwas abliefert oder ein Opfer bringt oder was auch immer, dann wird die Sonne wieder scheinen und schwupps kam die Sonne wieder, ne, weil sie wussten und so weiter. Ist das eventuell auch eine Art und Weise der Lüge, wie sie gerechtfertigt ist? Ja, Menschen so anzulügen, obwohl man eben ein Wissen besitzt, ob dessen man eben diese Unwissenheit der anderen ausnutzt, um sich persönlich oder als Machterhalt oder als Machtgewinn zu gewinnen, am Leben zu erhalten. Tja, das ist natürlich eine Frage. Ne? Und das ist eigentlich schon recht
anspruchsvolle Weise, sich damit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Gut, wir werden sehen. Ja. Aber ich meine eben auch noch wieder eine etwas andere Art und Weise der Lüge, nämlich hat natürlich schon ein bisschen mehr damit zu tun, aber diese systematische Lüge, um eben absolute Macht zu erringen. Und da fallen einem natürlich Beispiele ein, wie in unserer jüngsten, sogar deutschen Geschichte möglich. Da war ja hier der Propagandaminister im Dritten Reich besonders prädestiniert dafür. Der konnte also reden und die Leute glauben machen. Aber er ist natürlich nicht allein dafür verantwortlich gewesen, aber er ist eben einer der Protagonisten dieses Systems gewesen, steckt ja auch voll mit eigener Seele dahinter wahrscheinlich. Ich habe ihn nie kennengelernt, ja, ist nur das, was man eben weiß. Jo, und dann wurden eben von dort aus Lügen verbreitet, die dazu dienten, um sich irgendein Ziel zu erreichen, was damit zusammenhing, zum Beispiel die absolute Macht, ja, oder Kriege zu führen und so. Und das ist etwas, was man nicht allein dem Dritten Reich zusprechen muss oder kann oder sollte, sondern das ist etwas, was offenbar allgemeine Praxis ist bei all denen, die in Machtpositionen sich befinden, oder? Das ist egal, wie man da sieht. Das ist also jede Regierung, das ist das Erschreckende, egal, ob sie eine Bananenrepublik ist, mit einer Diktatur, mit schlimmen Leuten an der Spitze, die also offensichtlich so sehen, oder ob es sogenannte gewählte demokratische Regierungen sind. Und wir haben über das Thema Regierung und Machtmissbrauch und falsche Flaggenattentate und so, alles ja schon mannigfaltig gesprochen. Beispiele gibt es zuhauf, die das belegen, dass es also nicht eine Spezialität von kleinen oder auch großen Diktaturen ist. Wir denken da zum Beispiel an den Kommunismus. Ne? Da haben wir auch schon häufiger diese Beispiele gebracht, ob das jetzt China war mit Mao Zedong, der also Millionen eigener Leute auf dem Gewissen hat, oder ob es Stalin war, der also in der früheren UdSSR gewütet hatte und alle seine Kontrahenten brutalst umgelegt hat, ob es Hitler war, der natürlich auch sein ganzes eigenes Volk auch gleich mitgeopfert hat oder opfern wollte zumindest. Da sind ja viele Millionen auch seine eigenen Leute dabei umgekommen, nicht nur die anderer Länder. Oder denken wir es gibt so viele Beispiele. Ich will die gar nicht alle aufzeigen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch inzwischen weit und breit bekannt. Oder nehmen wir hier diese 9-11-Geschichte. 11. September, auch das wird immer wieder erzählt. Es wurden 3000 Leute geopfert, um aufgrund dessen eben Millionen Tote zu erzeugen und natürlich auch geostrategische Machtziele zu erreichen, wirtschaftliche Ziele zu erreichen und vieles mehr, abgesehen mal auch noch von den anderen bösartigen Zielen, die dieser Gruppierung der Dims, wie ich sie nenne, die dominante irrsinnige Minorität und deren Helfershelfer, der Crabs, die Kriminellen, die alle Regierungen und alle Politiker steuern, die haben natürlich ihre Ziele. Ja? Und wenn wir wissen, wie das alles zusammenhängt, und ich bringe das immer wieder mal hinein, weil es eben auch mal den einen oder anderen neuen Zuhörer gibt, die das vielleicht auch in der Form noch nicht mitgekriegt haben. Das ist eine kleine Gruppierung von Wesen, die also hier schon seit geraumer Zeit und die Geschicke auf dieser Erde lenken und leiten, und die haben auch das ganze Schuldgeldsystem kreiert und in der Hand. Und das ist ein Verknechtungs- und Versklavungsinstrument sondergleichen. Und viele, die also jetzt nur den Begriff Geld kennen und nicht den Begriff Schuldgeld, sollten also da unbedingt einfach mal in den Suchmaschinen diesen entsprechenden Namen eingeben. Und dann werden sie einiges finden.
dazu. Und ich habe dazu auch vieles geschrieben, beispielsweise auf meinem Blog schuldnervereinigung.wordpress.com. Und ich nenne die ja die Schuldgeld-Sekte. Ja. Okay, aber es gibt ganz viele tolle andere Informationsmedien, über die man auch darüber etliches erfahren kann. Ja, also wie gesagt, es ist schon erschreckend, wenn man eben in diese Situation kommt, dass man bis dato immer gedacht hat, das Lügen ist eigentlich eine Sache von einzelnen Personen, ja, vielleicht auch mal einer kleineren Gruppe. Wenn man dann aber erkennt, dass Lüge zu unserer Matrix gehört, ja, wie das Eigelb zum Ei. Ja. Das, wenn man das überhaupt erstmal erfasst, dann fallen einem natürlich die Schuppen von den Augen, der Schleier wird vor den Augen weggezogen und ja, und das ist erschreckend, weil dann merkt man überhaupt erstmal, dass die Medien, das ist die Informationsquelle Nummer eins, die Massenmedien, die man kennt, ja, die sich also seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten teilweise ja auch etabliert haben, alle auch nur den Sinn und Zweck haben, Propaganda zu betreiben, dass die Information, die dort verlesen oder gehört oder gezeigt wird, nicht unbedingt immer der Wahrheit entspricht. Und eklatante Beispiele, wie so eine Propagandamaschinerie funktioniert, konnten wir im eigenen deutschen geschichtlichen zurückliegenden Zeitalter ja erkennen, im Dritten Reich, da wurde das richtig aufgebaut und genutzt und da gab es den Volksempfänger, da gab es die Wochenschau, wo also ordentlich immer Sendungen gebracht wurden, aber immer auch mit dem Ziel zu beeinflussen, zu manipulieren. Und das war nicht nur im Dritten Reich so, sondern das war in allen Bereichen der Fall. Und dass das enorme Wirkungen hat, kann man ja hier auch sehen aus diesem Vorfall, den es da gab in den USA, wo es ja doch so eine Radiosendung gegeben hat, im frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, wo also da eine Alien-Invasion vorgetäuscht wurde als Hörspiel und die Leute, die da mithörten, unglaublich davon beeindruckt waren und gedacht haben, das ist real, ja, weil ja auch gerade das Thema dort besonders stark thematisiert wurde. Ja, das kann dazu führen. Inzwischen sind wir da ein bisschen abgestumpft, weil es wird zu viel auf zu vielen und verschiedenen Pferden geritten. Ne? Also vor Alien-Angriffen fürchtet sich schon kaum noch einer, ja. Oder sagen wir mal, von den Aufgewachten eh nicht, ja. Vielleicht von dem einen oder anderen, der das überhaupt noch alles gar nicht so mitgekriegt hat. Ist natürlich möglich. Jo, also ich würde mal sagen, das ist eine Möglichkeit, dass irgendeins der Pferde, was geritten wird, möglicherweise auch tatsächlich mal echt sein wird. Aber wir haben eben leider gelernt, dass das meiste eben Propaganda ist. Und wenn wir wissen, dass gerade von den Matrix-Medien oder Massenmedien, wie ich sie gerne nenne, ein bestimmtes Thema besonders gepusht wird oder verschiedene Themen besonders gepusht werden, muss man immer hellhörig werden. Und das ist natürlich etwas, was wir uns jetzt angeeignet haben, dass wir nämlich nicht mehr uns einfach beeindrucken lassen oder einfach so infiltrieren lassen davon, dass dass das alles so stimmt, was da aus den Medien zu hören ist. Ich muss gestehen, in meiner eigenen persönlichen Vergangenheit habe ich sehr häufig eben diese Massenmedien gehört oder Matrixmedien gehört und habe keinen Argwohn gehabt oder zu wenig Argwohn, ja, dass das eventuell nicht stimmte, was die uns da erzählt haben. Ja. Und inzwischen gibt es eben aber ja auch diese Gegenbewegung der Leute, die aufgewacht sind und die also zu sehr vielen neuen und, wie man es auch sagt, alternativen Medien greifen. Und das macht natürlich jetzt die Propagandamaschinerie dieser mächtigen
in Form eben der Matrix und Massenmedien stumpf oder stumpfer. Ja? Und da muss ich sagen, das ist nicht so ganz einfach für die, und die kämpfen jetzt damit, teilweise mit dem Überleben, weil die sind natürlich auch angewiesen auf Werbegelder und dies, und wenn sie dann nicht mehr so, wenn sie nur noch Schrott erzählen, ne, in Anführungszeichen, dann checkt's das alle. Und es soll sogar irgendwo einen Beitrag geben. Warte mal, das hatte ich irgendwo gesehen. Ah ja, hier hatte mir jemand was zugeschickt. Ja, hallo Detlef, gerade entdeckt. Und eventuell für einige Leutchen interessant oder eher zum Abärgern. Heute Abend auf Dreisat, das ist also einer dieser Propagandamedien, um 20.15 Uhr Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch, Kultur des Zweifelns. Ja, so soll die Überschrift heißen. Ja, also wer einen Fernseher hat und sich das mal anschauen will, ich habe halt keinen Fernseher. Aber ja, kann das gerne machen. Weil bis 20.15 Uhr etwa werdet ihr auch meine Wiederholung dieser heutigen Sendung hören. Die spiele ich normalerweise, wenn die Technik mitspielt, dann auch immer nach Ende der Sendung ein. Ja, könnt ihr dann also bei mir zunächst hören und könnt ihr euch das mal gerne anschauen, wenn ihr wollt. Man könnte natürlich diese Überschrift Verschwörungstheorien auf dem Vormarsch, Kultur des Zweifelns, auch ein bisschen anders formulieren. Ja, keiner glaubt mehr den Massenmedien, neuen Medien sind auf dem Vormarsch. Ja? Könnte man auch sagen. Ne? Okay, und das ist natürlich ein Problem für die, weil die natürlich Angst haben, ne? nicht nur ihre Leser und Zuhörer zu verlieren. Das ist einerseits eine wirtschaftlich-finanzielle Überlebensfrage für den einen oder anderen. Wobei, wenn wir wissen, dass das Schuldgeldsystem sowieso ja alles Quark ist, ne, alles Käse ist, das wird ja aus dem Nichts geschaffen, also kann man auch aus dem Nichts ganz viel schaffen, also das ist bestimmt nicht der Grund. Aber sie verlieren ihre Kontrolle über ihre Schafe, die sie nicht mehr zum Schlachthof führen können, die sich nicht mehr einfach so willig lenken und leiten lassen in ihr eigenes Verderben. Ja, was es damit auf sich hat, da werden wir auch gleich nochmal die eine oder andere Nachricht auseinandernehmen diesbezüglich. Das ist ja auch wichtig, dass wir das einfach mal verstehen. Ja? Zum Beispiel hier gefunden bei den deutschen Mittelstandsnachrichten. Hollande, wer den nicht kennt, das ist der französische Präsident. Ne? Der aus Holland. Ne? Also heißt Holland. Ne? Fordert unbeschränkte Intervention der EZB. Mario Monti und Françoise Hollande sind der Meinung, der Draghi muss unbedingt die Zinskosten am Anleihemarkt senken. Ne, wer den Draghi nicht kennt, ne? Das sind übrigens alles drei Rothschild-Leute, ne? Also der Mario Monti, Françoise Hollande und der Draghi, das sind alles Banksterpuppen vom Rothschild. Ne? Also die EZB muss unbedingt die Zinskosten am Anleihemarkt senken, sind die Zinsen erstmal gesunken, will der französische Präsident den Griechen auch mehr Zeit für ihr Sparprogramm geben, weil das die Kohle, die die Griechen kriegen von überall, natürlich machen die nicht selber ihre eigenen Währungen, ne? Weil, warum auch, ne? Die leihen sich das beim Rothschild, ne? Ist ja viel besser. Muss man mehr Zinsen zahlen? Kann man auch mehr Sparprogramme durchziehen? Kann man die eigenen Leute ein bisschen mehr knechten und die anderen Kornen noch draufhauen? Ja, da stand dann, während sich der griechische Finanzminister in Berlin aufhielt, trafen am Dienstag auch François Hollande und Mario Monti in Rom zusammen beim Vatikan, ja? Bei der Mafiabank. Oder so, um über weitere Vorgehensweisen in der Schuldenkrise zu sprechen. Also ich mache immer so ein paar Kommentare von mir da rein, aber das merkt ihr schon, weil ich dann die Stimme ein bisschen ändere. Also nicht, dass wenn ihr das nachher da lesen wollt bei den Dingern und so, da findet ihr das dann nicht, was ich da gesagt habe. Also das habe ich jetzt hier nur erläutert.
Ja, und nach diesem gemeinsamen Treffen machte der französische Präsident bei einer Pressekonferenz deutlich, dass es die Aufgabe der EU-Regierungen und der EZB sei, Entscheidungen zu treffen, um die Zinskosten zu senken. Natürlich, Mensch, die Banken, die müssen doch leben können, die dürfen doch nicht dann noch Zinsen an den, ja, muss doch nicht sein. Ne? Das spielt übrigens auch gar keine Rolle, weil die Nationalbanken, die in Anführungszeichen Rothschild gehören, aber auch die Geschäftsbanken und die anderen auch mehr oder weniger Rothschild gehören. Rothschild ist ja ein Begriff, ne? Da sind ein paar andere auch noch dabei, aber wisst schon, was ich meine. So, ähnliches sagte natürlich auch Mario Monti, der italienische Rothschild, Abgesandte. Die EU müsse erkennen, dass den Ländern, die die Auflagen erfüllt haben, bei dem Umgang mit den horrenden Zinskosten geholfen werden muss. Ja klar, diese unterlegen nämlich keiner wirtschaftlichen Rechtfertigung. Okay, wir können diesen ganzen Text da durchgehen und dann können wir sehen, was das für ein Lügengeflecht ist dahinter. Nämlich überhaupt mal damit anzufangen, nur einfach, damit ihr wisst, was ich meine. Ja? Dass das also, dass dieses auf Schuld basierte Geld aus dem Nichts ohne Deckung, da ist ja keine Deckung dahinter. Ne? Das wird einfach so bums erzeugt und das nur im Computer. Ne? Das wird ja, die Arbeit machen sie ja lange nicht mehr, dass sie das alles auf Papier drucken und Münzen prägen. Und das machen sie alle nicht. Allenfalls wird es nochmal irgendwo in irgendeiner Papierform rausgegeben. Aber das meiste ist im Computer und das kannst du einfach, wer einen Computer hat, ich weiß nicht, wer von euch einen Computer hat, wahrscheinlich habt ihr einen, sonst könntet ihr meine Sendung ja gar nicht hören. Der sollte mal Folgendes machen, folgenden kleinen eigenen Test. Macht irgendein Schreibprogramm auf, ja, beispielsweise, und tippt einfach mal ein paar Zahlen rein. Ne? So eine 1, ne, zum Beispiel mit 2 Nullen. Kann man auch mal ein Komma mit reinnehmen. Aber lass mal Komma weg, das ist zu kompliziert. Also machen wir eine 1 und 2 Nullen, dann ist das 100. Ne? Jetzt mach einfach mal Folgendes, mach einfach mal eine Null dazu, dann ist es 1000. Machst du noch ein paar Nullen dazu, bitte mal ein bisschen mehr, ne? Und so machen die das in den Nationalbanken. Da ruft einer an, hier der Draghi sagt, ey, ich brauche hier mal gerade eben und so weiter, ne, schick mal. Ne? Und dann macht er einfach eine Null hinten mehr dran. Aber nur, wenn er das die Autorisierung erhalten hat von Rothschild, ja, also einer anderen Rothschild Instanz, die ist hier zum Beispiel in Basel, ne, die Bank für internationale Zusammenarbeit. Ne? Das heißt, hier werden die Banken international beaufsichtigt, ne? Dass sie auch keine, nicht nur das machen, was Rothschild ganz oben will, nicht die Rothschild ganz unten, ne? Und so weiter. Ja, und denn es geht ja gar nicht darum, es geht doch gar nicht darum, Wirtschaft und Finanzen zum Wohle der Menschen zu unterhalten, sondern das sind alles Machtinstrumentarien, die gedacht sind dafür, Rothschilds Macht zu erhalten. Also Rothschild, Synonym für die anderen Dims auch. Das sind noch ein paar mehr Familien. Ne? Warburg, Rockefeller, Warp, die ja, Windsors und wie gesagt, ach, will ich alle gar nicht nennen. Okay? So, also alle diese Leute an der Macht zu halten. Dafür sind diese Instrumente gedacht, um uns auszupressen, quasi, ne? Als wie so eine Apfelsine, die man so. Wer das nicht kennt, Apfelsine, ne? Also ich glaube, in Österreich heißt das Orange, ne? Oder so. Ja, also da, die schneidet man erstmal in die Hälfte, ne? Die sind nur halb so viel wert, aber dann kann man sie besser auspressen. Ne? Und dann, da wird dann ordentlich Druck eingewendet, ne? Und früher macht man es noch per Hand und jetzt hat man schon Maschinen, da geht das noch effizienter, wird gleich die Haut mit reingefetzt. Also die Haut von der Orange, ne? Von innen. Ne? Okay, kommen da noch ein paar Schadstoffe mit rein. Ne? Klar, logisch. So, also, so muss man sich das vorstellen. Und, ja, dafür ist das eigentlich da. Dafür gibt's das. Ne? Du sollst doch nicht gut leben. Er oder die sollen gut leben. Und die brauchen vor allen Dingen irgendwas, um dich zu verknechten. Wenn sie das nicht hätten, wie sollten sie das machen? Gut, ganz früher haben sie es ausschließlich über Gewalt gemacht. Dann wurde eine Horde losgeschickt mit Knüppeln. Und dann ging es erstmal auf die Birne, ne, bis man so weit war, bis sie matschig war, bis du gemacht hast, was die wollten. Ne, oder sowas ähnliches. Ne. Ist nur ein, ich bringe gerne mal so ein paar etwas anschaulichere Beispiele. Ja, um das dann irgendwie
darzustellen, was sie eigentlich wirklich wollen, nämlich sie wollen die absolute Macht. Und das mit der absoluten Lüge. Oder wie seht ihr das? Ja? Naja, jedenfalls, deswegen habe ich so ein bisschen das Thema heute auch gewählt, weil man muss schon verstehen, dass alles auch einen gewissen Zweck hat. Das heißt, die Lügerei, wie ich sie ganz am Anfang beschrieben hat, hat vielfältige Hintergründe, weshalb man es tut und so weiter. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge systematische Lügereien, die eben gedacht sind dafür, uns überhaupt erstmal in diese Matrix reinzukriegen. Ja? Da kommt zum Beispiel das Nächste. Wir lesen doch überall hier von den Polizisten und hier in der BRD beispielsweise, aber nicht nur da. Oder hier von den Ministern, die da hier als Obersklavenhalter gehalten werden in der BRD. Da hier, dass man, wenn wir hier nicht die Vorratsdatenspeicherung in der BRD einführen, dann gibt es Strafzahlung an die EU. Ne, weil das da schon längst irgendwie besprochen und verabschiedet wurde, ist ja sowieso klar. Intern haben die sowieso schon alles fertig. Ne? Das wird hier nur noch so stückchenweise dem Volk, ja, in Anführungszeichen, so vor die Füße gekippt, damit die auch irgendwie das Gefühl haben, dass sie da mit involviert waren. Ne? Wir wissen ja, die machen das ja geschickter als früher. Früher hätten sich die Leute möglicherweise sogar noch gewehrt. Heute braucht man das gar nicht mehr, ne? Weil die Lügen so schön und so groß sind, dass alle sie glauben. Ne? Das ist ja der Trick bei der ganzen Geschichte, oder? Jedenfalls, das konnte ich hier lesen bei der gulli.com News. Keine Strafzahlung für Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Denn die dortige BRD-Bonnes-Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, ne, die hat eh nichts mehr zu verlieren. Ne. Ich glaube, die Partei kriegt den Hintern nie wieder hoch. Dementiert Gerüchte um Strafzahlungen an die EU. Die Vorratsdatenspeicherung braucht auch in Deutschland, sagt sie. Ne, wahrscheinlich meint sie die BRD. Eine Neuregelung kann jedoch erst in Angriff genommen werden, wenn das laufende Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof abgeschlossen ist. Ne. Dass keine Strafzahlungen für Vorratsdatenspeicherung an die EU zu leisten seien, betonte die BRD-Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger gegenüber der Lübecker Nachrichten. Im Mai 2012 kam es zu einer Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof. Man forderte, dass Deutschland, sagt sie, also die BRD, zur Zahlung von Geldstrafen verpflichtet werden sollte, da es die EU-Richtlinie bezüglich der Vorratsdatenspeicherung nicht einhalte. Das Verfahren ist anhängig. Eine Entscheidung steht noch aus. Und dann steht da, feststeht, dass eine Zahlung von Strafgeldern für Deutschland allemal billiger wäre als eine Anpassung der Verfahrensweisen an die EU-Vorschriften und so weiter. Also man, es wird gelogen und betrogen, dass sich die Balken biegen. Und das habt ihr mir auch schon hier fleißig reingeschrieben. Ich kriege da hier schon viele E-Mails, die werde ich dann auch gleich gerne mal so durchgehen. Ne? Ja, ihr seht, was ich meine. Ne? Da werden einem so Sachen aufgetischt und aufgebläht und aufgeblasen, dass man denkt, dass es das sei. Und wenn es nur häufig genug irgendwo steht oder gesagt wird oder gebracht wird in den Matrix-Medien, dann glauben es die Leutchen. Die brauchen ja bloß eine Schlagzeile zu bringen. Oh, die irgendein Dingsbums-Minister oder Ministerin hat gesagt, der Aufschwung kommt. Ja, da steht da oben drüber, der Aufschwung kommt. Und dann lesen es die Leute ne, so beim Vorbeigehen ne, im Kiosk, weil das Geld haben sie ja nicht mehr, das zu kaufen, haben wir ja gerade besprochen. Ne. Aber gehen vorbei, lesen und ach so, ja, ach ja, dann ist ja noch alles wieder in Ordnung. Da brauche ich mich ja gar nicht aufregen. Das ist das Problem. Dann irgendwann, wenn die Lügen zu groß werden und zu dick und fett sind und zu schwer werden, dann platzen sie oder fallen runter und das Desaster ist riesig. Ja. Und ja, das menschliche Gehirn scheint irgendwie immer so ein bisschen da so zu reagieren, zu sagen, na, warten es mal ab, also noch geht's mir gut und dann kann es ja noch so, ne? Und kann es eigentlich noch nicht so schlimm sein und ja, ach, ja, wer weiß, was danach kommt, ne? Besser jetzt nicht, ne? Warten wir noch ab und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, das sind so ein paar Bemerkungen. Ne? Ihr schreibt jemand, nämlich Löwensenf, schreibt ihr, hallo Detlef, kennst du Prinzessin Himmelblau? Die hat gelogen, dass sie die Balken bogen. Aha. Nee, die kenne ich nicht. Ich kenne andere Prinzessinnen, die lügen wie gedruckt. Ne? Aber okay. Ich kenne auch nicht alle Märchen. Ich kenne nur die sogenannte Realität. Ja, und die ist schon schlimm genug, oder? Hä? Wie seht ihr das? Na gut. Hier schreibt einer, Mensch, die Wahrheit lebt ein unglückliches Leben, aber sie überlebt dennoch stets die Lüge. Ja, das ist ein guter Hinweis. Eben, wir arbeiten ja dran. Wir versuchen ja, ne, diese Dinge, wie soll ich sagen, ja, aufzudecken. Ja, nicht nur bekannt zu machen, dass es sich um Lügereien handelt, wir versuchen auch der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und häufig ist die Wahrheit darin versteckt. Ja, das ist nicht so, dass die überhaupt nicht da ist. Aber sie wird immer so unglaubwürdig dargestellt, wie zum Beispiel, was, wie kommt ihr auf die Idee, dass 9/11 selbst gemacht ist? Dass keine Regierung würde sowas machen. Oder Regierungsbeauftragte würden doch nicht ihre eigenen Leute umbringen. Wie kann man nur so etwas Unsinniges denken? Ne? Oder, was ich immer so klasse finde, ich habe schon wieder Folgendes gemacht, weil ich mir so ein paar Bilder überlegt hatte für meine Collage zur heutigen Sendung heute. Und da wollte ich mal sehen. Ne? Also habe eingegeben in die Suchmaschine, mach das mal. Ne? Unter Bildersuche, ne? Kann man irgendeine Suchmaschine nehmen, schreibt rein Mond. Ne? Also nicht die Erde. Ich glaube, wir haben hier auch einen Mond im Chatraum. Ne? Den meine ich jetzt nicht. Oder? Hat man da einen? Weiß nicht. Also Mond, ja, einfach reingeben in die Suchmaschine. Oder mal klicken und mal gucken, was für Bildchen kommen. Ja, ja, genau. Ja, ihr habt's richtig geraten. Es kommen schwarz-weiß. Der Mond ist schwarz-weiß. Herrlich. Ja, oder? Ja, mein lieber Freund. Also, hey, also sogar wenn ich nachts mal aufschaue, wenn der Mond mal zu sehen ist, ne, wenn die Chemtrails nicht so ganz so die Sicht vernebelt haben. Ne? Ach, Chemtrails gibt's doch gar nicht. Nee, das habt ihr doch gehört, ne? Chemtrails gibt's gar nicht. Das sind ganz natürliche Kondensstreifen. Ne? Keiner weiß, was Kondens ist. Denk an Kondensmilch oder so und sowas. Aber dass das ungefähr, jetzt hat gerade, wo kam das? InfoWars Nightly News. Ne? Habe ich auch in die, übrigens die ganzen Links, also soweit ich dran denke, die ich von den Sachen, die ich heute erzähle, tue ich dann auch in die Anlage, da bei den Links in meinem Artikel bei myawakeness.wordpress.com, Lüge und Macht, Awakeness Radio und TV. Ja. Die haben also herausgefunden, ja, ungefähr diese nicht vorhandenen Chemtrails, ja, die nicht existenten Chemtrails kosten etwa pro Jahr mindestens 5 Milliarden US-Dollar. Und das ist wahrscheinlich eine vorsichtige Schätzung. Ja. Also so viel zahlt man für etwas, was nicht vorhanden ist. Ja. Auch das. hier sagt man, warum heißt das eigentlich Lügen wie gedruckt? Hat das was mit Zeitungen zu tun? Guter Punkt. Ja, mein lieber Freund. Okay, also wie gesagt, also ich denke, dieses Thema ist so umfassend, dass wir gar nicht alles durchkriegen heute, oder? Denn die ganzen Lügen zeigen und aufzuzählen, ja, das ist also auch nicht so ganz so einfach. Da müssen wir mal eine Marathon-Sendung machen von 15 Stunden in einem Stück und wir wären immer noch nicht durch, oder? Weiß nicht, wie ihr das seht. Okay. Ja, also wie gesagt, das sind so die Dinge, die einem natürlich durch den Kopf gehen. Und das ist ja auch die Problematik. Denn wenn du mal einmal anfängst, über Lügen nachzudenken und die anfängst aufzuzählen, ne, dann kommst du irgendwie, da bist du gar nicht mehr fertig damit. Ne? da kommst du gar nicht mehr klar damit, oder? Ja, weil das zu viel ist. Weil es so unglaublich viel ist. Also diese Strafzahlung, naja. Also, das ist nur so ein kleines Beispielchen, ne? Oder? Ja, auch unser Draghi, der sieht ja so lieb aus, ne? Unser kleiner Drachen, ne? Der Draghi,
von der EZB, der Rothschild Draghi, ne? Der sagt, unbegrenzte Anleiheaufkäufe. Draghi rüstet die Rothschild EZB mit unbegrenzter Feuerkraft aus, dass man alle Menschen, alle Bürger umschießen kann. Ne? Das ist übrigens hier bei Springer erschienen. Welt.de. Ne? Tu ich dann auch mal. Lass ihn offen. Warum nicht? Ne? Die Springer, die wissen ja auch Bescheid, ne? Die Leutchen da, die da arbeiten, ne? Ob das bei der Blindzeitung ist oder der Welt oder keine, das ist egal, die wissen genau, was läuft, ne? Aber die wollen eben auch ein bisschen noch Kohle verdienen, ne? Und so weiter. Ja, und den einen oder anderen gibt es natürlich, der wird dann weggeputzt oder ist eine kontrollierte Opposition, weil wenn alle der gleichen Ansicht wären, die gleiche Meinung vertreten würden, wäre es verdächtig. Das ist ja Kommunismus, ne? Oder Faschismus. Also einer muss immer irgendwie sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann nimmt man sich meistens den mitten heraus, der mittendrin steckt, bei den Drahtziehern. Ne? Und die hat also, da ist Folgendes passiert, auch zu finden bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten.de. EZB. Weidmann hat offenbar gegen Rothschild Draghi gestimmt. Och, Bundesbankpräsident Jens Weidmann scheint die einzige Gegenstimme gegen Mario Draghis Ankaufprogramm von Staatsanleihen gewesen zu sein. Ne? Also nicht die eigenen, ich kaufe ja immer die eigenen Papierchen. Ne? Draghi deutete ziemlich unmissverständlich darauf hin, was man also nicht gerade als freundliche Geste betrachten kann. Ne? Da weißt du schon, wie der Hase da läuft. Das ist eine falsche Finte. Ne? Oder falsche Spur. Ne? Ich weiß nicht, da gibt es noch sicher bessere Ausdrücke. Ja, und hier kommt eins rein. Hi Detlef, eine Lüge ist auf jeden Fall dann inakzeptabel, wenn dadurch vorsätzlich anderen Menschen Schaden zugefügt wird. Generell denke ich, dass es in einer humanen Welt keiner Lügen bedarf. Greetings. Vielen Dank. Ja, guter Punkt. Ja. Hier steht was. Hallo, Kurzmitteilung, läuft was im Hintergrund. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Link. Da bin ich mal vorsichtig mit so Links öffnen. Ne? Das mache ich normalerweise nicht. Hier, hallo Detlef, hier kommt was rein. DDR. Ne? DDR, das gibt's übrigens. Da bin ich mal drüber gestolpert. Das ist auch in den Computern drin. Ne? Weiß nicht, wer hier ein bisschen mit Computern sich auskennt. Da gibt's auch das DDR da drin. Ne? Aber ich glaube, hat nicht direkt damit zu tun. Aber DDR meint er hier wahrscheinlich die deutsche Demokratische Republik, ne? Diesmal gab, ne? Und da schreibt er, für mich wäre es mal interessant, inwieweit die damaligen Ostblock-Bonzen eingeweiht waren. Bei den Bildis war, glaube ich, keiner von denen. Nee, mussten sie auch nicht, ne? Jetzt sitzen die alle bei uns in der BRD-Regierung, ne? Ja, da sind die doch alle drin, ne? Oder? Würde ich mal sagen. Also die haben alle Spitzenpositionen. Okay. Ja. Also, naja. So. Ja, also da kommt ein bisschen, das spare ich mir für gleich, für nach der Pause. Und dann kommt hier nochmal was Allgemeines. Hoi Detlef, wollte fragen, ob du uns Hörern mal wieder ein richtiges Update geben kannst zu laufenden Fällen. Deine Schuldgeldprozesse, dein nächtlicher Besuch von der Polizei. Ja, frühmorgen, ich weiß. Ne? Wissen die Schweizer Behördenrichter, dass die BRD eine NGO, kein Staat ist. Klagen gegen BRD-Bedienstete. Vielen Dank und wünsche eine gute Sendung. Jawohl. Ui, ich habe immer so ein bisschen einen Frosch. Ich habe eher häufig von den Fröschen erzählt. Ne? Die man nur richtig kochen kann, wenn man sie langsam an die Temperatur gewöhnt. Ne? Und das ist, vielleicht braten sie mich hier auch irgendwo von gegenüber mit irgendeiner wie heißen die Dinger da, so Mikrowellenähnlichen Waffe, ne, dass ich immer hier so einen heiseren Punkt kriege. Da muss ich jetzt gerade was trinken, Entschuldigung. Ja. Also Sekunde. Das war also jetzt keine Coca-Cola oder sowas, ne? Das war gefiltertes Wasser. Jetzt muss ich mich räuspern.
schauen wir mal. So. Also gut, ja, da kann ich gerne auch mal was dazu sagen, aber nicht heute. Das machen wir zu einer anderen Sendung, vielleicht in der nächsten Woche. Dann kann ich da auch vielleicht schon wieder ein bisschen mehr dazu sagen. Ne? Es gibt natürlich Updates, die ich auch bald mal reinbringe, aber es gibt ja eigentlich so viel, ne, die ständig passieren, die Sachen passieren. Okay, da kann man nichts sagen. Ne? So, was haben wir noch hier? Ein Wort von Karl Heinrich Wagerl. Das ist ein österreichischer Erzähler und Aphoristiker. Steht da? 1897 bis 1973. Wow, ne? Hat er so einiges erlebt. Das Lügen lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Am ehesten noch die Gelegenheit dazu. Ja, hat er gesagt. Und ein polnischer Lyriker mit dem Namen Stanisław Jerzy-Lek sagte, je mehr wir uns der Wahrheit nähern, desto mehr entfernen wir uns von der Wirklichkeit. Notlügen sind ja angeblich erlaubt. Ja, ja, und wer sagt, das hätte er noch nie gemacht, sollte vielleicht auch mal den Wahrheitsgehalt seiner Aussage überprüfen. Ja. Denn wir leben ja in der Matrix. Und in der Matrix ist Lügen System. Ja. Und das fährt natürlich auch auf die Matrix-Gepeinigten, die das häufig gar nicht wissen, dass sie in der Matrix sind, ab. Oder? Ich weiß nicht, wie das sehen. Okay. Ja. Also ganz klasse, dass ihr so super eingeschaltet habt. Und ihr könnt mir ja immer noch hier Infos zuschicken unter radio@wakeness.net oder auch in den Chaträumen posten, wobei ich da eben nicht immer sofort alles sehe, weil auch, ja, eben Detlef und die Wasserlüge, sagt einer. Oioioi. Nee, das ist echt das Wasser. Ich habe ja hier, bitte, ich habe es hier mal aufgenommen. Ne? Ich halte jetzt gerade mal das Wasserglas hoch in die Kamera. Okay. So, nee, also gar nicht. So, das Bierchen. Trinke ich auch gerne mal ein Bierchen. Das mache ich aber später, ne? Also nicht während der Sendung, ne? Oder? Ich dachte, ich sage nicht, ich würde Bierwerbung machen, aber das Bier, wofür ich also Werbung machen wollte, kenne ich auch noch nicht. Also schauen wir mal. Ne? Können Sie also hier die Bierbrauer bei mir melden, ne? Können mir ja mal Ihre Proben reinschicken. Aber bitte in einer trinkbaren Fassung, ne? Also nicht ganze Fässer, weil die schaffe ich nicht. Also, okay. So. Das ist mal das vielleicht dazu. Und warte mal, da kommen wir hier noch gerade eben vor der Pause noch mal was hier reinnehmen. Nämlich hier, was steht hier? Quecksilber. Hallo Detlef, die neueste Euro-Lüge ist doch das Verbot der Glühbirne. Ich empfehle, dass die Zuhörer auf YouTube sich den Trailer Bulp Fiction anschauen sollten. Ja. Und Euro Oettinger sagt, alles im Mai säcklich. Naja, okay, was er da dahinter geschrieben hat, das lese ich nicht vor. Ja, das ist richtig. Also da machen sie, ach, was die uns voll lügen. Die Hucke lügen sie uns voll, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne rot zu werden. Ne? Auch die neuen Birnen, da die nicht mehr glühen, die werden auch nicht mehr rot. Also, tja, weiß man nicht, was man davon zu halten hat. Ich habe die Dinger gleich alle rausgeschmissen. Am Anfang bin ich auf die Lüge reingefallen. Da war ich noch nicht erwacht. Ja, da habe ich gedacht, ach ja, wenn das wirklich was hilft und so, mache ich das. Und die habe ich aber alle Ersatz, habe ich überall Glühbirnen wieder reingenommen. Ich habe mir die vorher alle noch gekauft. Übrigens, in der Schweiz gibt es die noch. Ne? Ja, die kriegen wir, hier in der Schweiz gibt es die Glühbirne noch. Ne? Fragt sie, wie lange, ne? Denn die Schweiz gehört ja auch zur EU, ne? Oder? Wie? Das wusstet ihr nicht? Na gut, das ist noch eine andere Geschichte. Machen wir auch irgendwann. Ja, also wie gesagt, schickt mir rein eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen, wie ihr wollt, an radio@wakeness.net. Und dann werde ich jetzt gleich in die Pause gehen, die kleine musikalische Unterhaltungspause. Und werde euch dann auch übrigens natürlich gerne meine heutige andere Mitteilung noch einspielen, nämlich den Aufruf Mitstreiter gesucht für Anzeigen beim Internationalen Strafgerichtshof. Ne? Und ich denke, das wird euch auch interessieren, oder wie das da gemeint ist. Und aus dem Grund bleibt bitte dran. Ich werde das gleich reinspielen, nachdem hier
die musikalische Unterbrechung mit Alvin IRB Butters. Das ist übrigens mal ein Song, den ich auch verwende für meine TV-Videosendung als Erkennungsmelodie. Ne? Also bleibt dran, es ist der vom Regnus Radio. Ich bin da wieder da mit super Infos und da geht's weiter mit heißen Diskussionen. In der zweiten Stunde heiße Infos, die noch kommen. Bis gleich. Thank you.
Great News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Eine Sondermitteilung. Hier ein Video, was ich heute veröffentliche. Mitstreiter gesucht für Strafanzeigen am ISTGH, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Wie bereits in vorherigen Sendungen angekündigt, wollen wir im Sinne der Staatsbürger Deutschlands den stattfindenden Völkermord an Deutschen nicht nur aufdecken, sondern diesem auch wirksam entgegentreten, indem wir Mitstreiter suchen, die sich mit uns zusammen engagieren in dieser wichtigen Angelegenheit. Wie angekündigt, wird die VSV, die Vereinigten Selbstverwaltungen, mit den ihnen zugegangenen und weiterhin zugehenden Vollmachten, unter anderem beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, mit diesen Vollmachten vorstellig werden, um die stattfindenden Ungeheuerlichkeiten gegenüber den Deutschen anzuklagen, denn diese dienen ausschließlich dazu, das deutsche Volk zu benachteiligen, zu diffamieren, auszurotten und damit Völkermord nach internationalem Völkerrecht auszuüben. Auch ausländische Staaten und Regierungen beteiligen sich daran, wie hier am Beispiel des Ausländerausweises der Schweiz, ausgestellt für Deutsche, die in der Schweiz arbeiten und leben, bei dem als Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland angegeben wird, obwohl es diese Staatsangehörigkeit überhaupt nicht gibt. Das muss nicht nur aufgezeigt, sondern auch angezeigt werden. Hier handelt es sich um Merkmale strafrechtlich relevanter Änderungen, Manipulationen und Vortäuschung von Sachverhalten, die auch nach Völkerrecht verboten sind. Damit wir so effizient und erfolgreich wie möglich agieren können, benötigen wir eure Hilfe, indem ihr uns nicht nur eure Vollmachten für die VSV einsendet, sondern speziell auch alle Deutschen, die in der Schweiz arbeiten und leben und die als Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland auf ihren Ausländerausweisen eingetragen haben, sich mit uns in Verbindung zu setzen unter istgh@wakenews.net. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Links sind alle dann in der Beschreibungsbox dieses Videos zu finden. Das ist der Detlef vom Wake News Radio, Wake News TV. Ja, ja, ja. Und ist der Detlef wieder zurück aus dieser kleinen Unterbrechung. Das war ja natürlich eine Einspielung von einer Aufnahme, die ich heute schon gemacht habe. Ich hatte nämlich auch da beispielsweise ja auch schon ein Video hochgeleitet, hochgeschickt. Und insofern kann man das alles nochmal nachlesen. Hab das übrigens auch auf meinem Blog hier, mywakeness.wordpress.com, selbstverständlich veröffentlicht. Unter gleichnamigen Headline, ne? Also ich schaue gerade mal hier, was ich geschrieben habe, nicht, dass ich was Falsches sage, ja, oder? Nämlich Mitstreiter gesucht für Anzeigen am ISTGH, Wake News Radio, Wake News TV. Da kann man also nochmal den Text lesen, die Links sich anschauen und natürlich auch das Video dazu gerne anschauen. Ja, ganz wichtig, dass wir das auch weiterleiten. Deswegen mache ich auch immer gerne ein Video. Kann man einfach verlinken. Viele Leute lesen sich es dann auch gerne dort durch oder hören sich es an, was ich sage. Ne? Wichtig ist halt, dass wir einfach jetzt mal zu Potte kommen, denn wir wollen ja nicht die Zeit unnötig verstreichen lassen. Eben gerade nochmal hier vor allen Dingen Leute, die mir auch aus der Schweiz zuhören und eventuell eben Deutsche sind und eben so einen Ausländerausweis haben, wo dieser ein Tag zu finden ist. Ne? Ich war auch ganz überrascht. Ich habe das bei mir auch drin stehen. Ne? Das ist unglaublich. Naja, also ich habe mich schon angemeldet. Ich bin dabei. Ne? Bin Mitstreiter. Ne? Also komm, Leutchen, zu Porte kommen. Also nehmt mal Kontakt da speziell hier für diejenigen da unter istgh@wakeness.net Kontakt auf, weil sonst geht das unter hier bei meinen 5.000 ungelesenen, 4.703 ungelesenen E-Mails. Ne? Und deswegen mache ich da so einen extra E-Mail-Account, damit man das dann schneller finden kann. Okay? So, ja, also wir hatten in der ersten Stunde, denn wir sind ja schon in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 6.9.2012 schon mit dem Thema begonnen,
was ich mir für heute vorgenommen hatte, nämlich Lüge und Macht. Und das sind beides Dinge, mit denen wir es zu tun haben hier in unserer Matrix. Und wer dazu auch noch mehr Mitteilungen machen will oder Kommentare reingeben will, Infos oder Fragen, kann das tun unter radio@weakness.net, freue ich mich. Also, ich habe da noch ein paar Dinge, die ich dann mit euch teilen wollte, aber natürlich auch schon wieder einige Zusendungen bekommen von euch, die ich auch gerne hier für euch gleich zu Anfang mal mit reinnehme. Warum denn nicht hier, Mensch? Hallo Detlef, Showgeschäft. Man könnte die Rolle des Showgeschäfts in diesem perversen Spiel noch ein bisschen beleuchten, zum Beispiel den Rothschild-Zögling Ecclestone. Ja, da hat er einen Link hier reingegeben, alpenparlament.tv, das weiße Licht von Atlantis. Auch sehen sich Guy de Rothschild und Mark Zuckerwatte verdammt ähnlich. Also Mark Zuckerwatte ist der von Facebook. Ne? Ja, wissen ja, ne? Nicht überall ja, steht Rothschild drauf, wo Rothschild drin ist. Ne? Haben wir auch schon mal gesagt, oder? Okay, hier kommt was etwas Längeres herein. Die Schleusen des Himmels. Tja, das soll ich das lesen, oder wie? Ja. Die Interpretationsvariante der Schöpfungsgeschichte als göttliches Ausbeutungsprojekt mit Abenteuerintervallen, die axiomatisch am Währungsparadigma ausgesteuert erfolgen. Und wer das Paradigma definiert, ist der Gott und Schöpfer der so definierten Weltsicht, / Matrix, und jeder Mitspieler wird automatisch zu seinem Geschöpf, so heißt es hier in der Mitteilung. Wir alle, die wir beispielsweise den Euro akzeptieren und damit handeln, sind dem Gesetz der Privatzentralbanker und der Gesetzmäßigkeit der exponentiellen Eskalation in den vorschriftsmäßig erfolgenden finalen Währungscrash unterworfen. Das Zentralbank-Schneeball-Währungssystem definiert Geldschöpfung durch Kreditvergabe mit als Geld rückzahlbarer Zins- und Zinseszinsforderung, welche allerdings nicht monetarisiert ist, was auf globaler Ebene gesehen eine exponentielle Eskalation in eine nicht honorierbare Staatsverschuldung aller dem Paradigma unterworfener Nationen systemisch erzwingt. Wenn alle Nationen mit Referenz an Ankh-Aton in dem begrifflich auf diesen zurückgehenden roten Zahlen stehen, wird die erforderliche Rationalisierung des Währungssystems technisch nicht länger zu rechtfertigenden, ergo fehllinkarnierten Personals mittels der mythologischen vier apokalyptischen Reiter in der roten Ernte Gottes fällig, die das Matrix-verblödete Personal eigentätig erledigen darf, mittels dialektischer Feindstellung in einem Clash of Civilizations. Wie der Anfang, so das Ende. Ne? Der Prophet Malachi spricht den biblischen Fluch Gottes, schreibt er hier weiter 3.19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt, da werden die Überheblichen und Frevler Strohstoppel ganz Brandopfer sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Dann kamen die Menschen, schreibt er hier, Gott zu den Seinen, 3.20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die geflügelte atonistische Sonne der Gerechtigkeit, Sol Invictus Justitiae, des Herrn des Himmels, Neb Heru im Taf, Zeichen des Kreuzes, für die Menschheit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. Ihr werdet hinausgehen und Freudensprünge machen wie Mastkälber, die aus dem Stall kommen. Tja, und dann zitiert er noch eine ganze Menge. Ja, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, aber interessante Gedanken. Klar, es ist irgendwie alles auch schriftlich niedergelegt. Ne? Also wie so ein Drehbuch, ne? Scheint es fast. Ne? Das ist uns auch klar. So, da kommt eins hier. Hallo, hab dich gestern in deinem Video gesehen. Das war mein erster Gedanke, wie du deine Haare offen trägst. Da musst du auch Jesus-Latschen tragen. Das kannst du ruhig vorlesen. Eieiei, Jesus-Latschen. Ja, werde ich wundern. Also als ich jünger war, da gab es diese Jesus-People. Ne? Das war eine richtige Bewegung so in den 70ern. Da fingen die an, da in der Kirche mit Rockmusik zu machen und so. Und ich habe das früher auch mal gemacht. Ne? Ich war da so ganz begeistert davon, dass man sowas machen konnte. War was Neues, ne? Nicht diese Tradition und sowas. Ne? Und dann haben wir uns dann da auch so getroffen. Da war ja noch
jugendlich, da haben wir dann so diskutiert und richtig tolle Sachen besprochen und dann habe ich mich da auch mit da einbringen. Also ich kenne das, ne? Aber deshalb bin ich kein Jesus-People unbedingt, ne? Aber das mit den Haaren, das finde ich eben so, weißt du, wenn du immer noch Haare auf dem Kopf hat, kann man sie auch wachsen lassen, oder? Es gibt Leute, die können das gar nicht mehr. Oder wachsen nur 3 Haare raus, ne? Und es sind dann nachher noch 3 goldene, ne? Die werden dann rausgezogen, ne? Das sind die, gab's da nicht so eine Geschichte, immer so ein Märchen? Naja, wie auch immer. Also, keiner kann was für das, was auf dem Kopf wächst. Bei mir wächst halt noch eine ganze Menge und dann lasse ich es einfach auch mal wachsen, ne? Außerdem soll es gar nicht so schlecht sein. Ich habe mir sagen lassen, die Natur hat uns das doch eigentlich mitgegeben, ne? Oder? Nicht, dass man jetzt hier ellenlange Fingernägel haben müsste oder so, oder ganz zu lange Haare, die man das hinter sich her schleppt, naja, ne? Dann ist ja auch ein bisschen schwer dann, ne? Aber warum nicht mal so ein bisschen längere Haare, ne? Ist doch eigentlich auch wurscht, ne? Oder? Außerdem sollen angeblich dadurch der Empfang von, also es ist ja wie Nervenenden, ja, diese Haare, da soll man also noch mehr Informationen erhalten, aufsaugen können. Ne? Also wie Antenne, ne? Vielleicht. Jeder muss ja selber darüber nachdenken. Ob das stimmt oder nicht, oder wie auch immer. Gell? So, dann kriegt ihr hier noch eine Information rein. Willkommen in der Matrix zurück. Weg von den langen Haaren. Und weg hier von dem von Jesus und den Gedanken zu Gott und so weiter und den Überlieferungen zur Matrix. Da hat jemand wohl eine E-Mail versendet an jemanden. Da steht drin, wir wollten heute Morgen 20.000 Euro Lohngelder von der brandischen Sparkasse abholen. Das haben wir immer schon ohne Voranmeldung getan. Heute Morgen bekamen wir aber nichts in Trebin. Auch keinen Teilbetrag. Die haben ja gar nichts. Die Bankangestellte hat dann rumtelefoniert. Ludwigsfelde hat auch nichts. Auch keinen Teilbetrag. Keine 5.000 Euro. Eine weitere Filiale ebenfalls nichts. Nur in Luckenwalde bekommt er jetzt 14.500 Euro. Mehr geht auch dort nicht. Sieht so aus, als ob da was im Gange ist. Leute, kümmert euch um euer Geld. Wenn sich das herumspricht, ist ein Bankenrun nicht ausgeschlossen. Hä? Klingt doch geil, oder? Oh komm, das erzählen wir doch schon seit ewigen Zeiten in der Sendung, dass man sich bitteschön darauf vorbereiten soll, ne? Denn das die größte Lüge ist ja, dass man was einem vormacht, in der Bank wäre irgendwas drin. Das habe ich schon in der letzten Sendung gesagt. Am 4. September, ne, der größte Aktivposten in der Bilanz der größten Bank der Erde oder zweitgrößten Bank der Erde einfach nur ein Hewlett-Packard-Drucker ist. Ja? Und da weiß man auch noch nicht mal, ne, ob das wirklich selber angeschafft wurde oder vielleicht auch noch ein Geleaster ist. Okay, die haben ja nichts. Ja, stell dir vor, du schaffst dieses Geld, die Schuldgeld wird ja aus dem Nichts geschaffen. Ja, so am Computer, habe ich ja vorhin in der ersten Stunde erzählt, wie man das machen kann. Kann jeder selber testen, wie das geht. Und dann, dann ist es das. Dann steht es im Computer. Wenn du da reingehst in die Bank und sagst, ja, ich möchte jetzt ein bisschen Geld haben, da steht so und so viel bei mir auf dem Konto, ist da drauf, will ich jetzt haben. Dann sagst du, ja, haben wir aber nicht. Ja, wieso, das steht doch hier drauf. Ja, aber haben wir nicht. Ja, weil das Bargeld wahrscheinlich inzwischen nur noch 1% überhaupt des gesamten Geldvolumens in dem bekannten Schuldgeldsystem darstellt. Ne? Wenn überhaupt so viel. Okay. Das heißt, wenn jemand so ein bisschen Verstand hat und die Matrix noch irgendwie mit dem, was er meint zu haben, erleben möchte, sollte wirklich jetzt mal zu seiner Bank gehen. Ja, seiner Bank, das ist doch eh nicht seine Bank, das ist Rothschilds Bank. Das ist eigentlich nur wie ein ausgelagertes Laptop. Ne? Eigentlich bräuchten sie gar keine Leute, die bräuchten nur einen Laptop da aufmachen, da guckst du rein und ja, siehst, aha, so und so viel ist drauf, ja wunderbar, gehst wieder nach Hause. Ne? Aber abheben? Wo abheben? Ist ja nichts da. Also Leute, also der ein bisschen Verstand in der Birne hat, der sollte jetzt machen.
dass er immer seine Kohle immer gleich abhebt. Ne? Auch Firmen sollten das machen. Ne? Sollten nicht so blöd sein und der Bank vertrauen. Ei, Leutchen. Jemand sagt, ich soll nicht so viel lachen. Aber Gott, ja, ich kann damit nicht anders umgehen. Also das ist ja so verrückt, echt. Oder? Also auch die Firmen sollten anfangen, ne? Auch so, also ja, die Großen, denen ist das eh wurscht, ne? Aber die Kleinen, die also wirklich noch Geschäft machen und ja, ne? Und irgendwie so ihr Geschäft richtig abwickeln und sollten sich vielleicht einfach mal so ein, so wie es früher so üblich war, ne? So ein, so aus Metall, relativ dick, ne? So einen kleinen Schrank dahinstellen, einen Geldschrank, ne? Safe ist ja auch Quatsch, ne? Safe heißt nur sicher. Es geht darum, dass man da was reintut, ne? Und Geld, ne? Wenn es schon Geld gibt, sollte man da reintun. Also Geldschrank ist schon der bessere Begriff, glaube ich. Sollte man vielleicht tun und zumindest so ein bisschen, ne? Also ein bisschen Flexibilität hat. Nur wenn das natürlich sehr viele jetzt machen, dann gibt's nichts mehr und offenbar waren da sehr viele in diesen Sparkassen jetzt hier unterwegs, ne? War ja auch gerade so mehr oder weniger am Monatsanfang, ne? Da gucken die Leute ja mal nach, ob schon was da ist, ne? Ha, herrlich. Okay, ja, also mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Es gehört auch zu der größten, einer der größten Lügen, um sich absolute Macht zu verschaffen, ist dieses Schuldgeldsystem. Wenn man das einmal kapiert hat und verstanden hat, dann fällt es einem auch leichter, noch die anderen Lügen alle zu erkennen, die dann auch noch da sind. Dass man irgendwelche Säue durchs Dorf jagen muss, ne, ist auch ein Spruch von früher, ne, damit die Leutchen abgelenkt sind von den echten Gemeinheiten. Ne? Zum Beispiel die Leuten alles aus der Tasche zu ziehen, bei lebendigem Leibe ab. Naja, und so weiter. Gut, will ich jetzt nicht weiter erläutern, habe ich ja schon vielen Sendungen schon gesagt, ne? Oder? Ja, was kann man dagegen tun? Ne? Man kann, nachdem man ein bisschen aufgewacht ist und den Schock überwunden hat, ne? Und ein paar Mal beim Deadlift zum Beispiel zugehört hat, ne? Den Mut fassen und was unternehmen. Man kann sich zusammenschließen, man kann die Informationen weitertragen. Allein das ist schon mal was Positives, weil man dann mit anderen Leuten darüber reden kann. Und dann kann man sagen, hoppla, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und dann kann man eigentlich schnell zu dem Schluss kommen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Und dann kann man was unternehmen. Dann kann man beispielsweise so Vollmachten ausstellen, ne? Das ganz alleine. Brauche ich auch nicht zum ISTGH gehen. Ne? Oder hier mit meinem Freund, ne, in der Hand oder so, ne, zwei, drei Leutchen zum ISTGH. Du kommst ja nicht mal zum Pförtner rein. Ne? Aber wenn du natürlich kommst mit was weiß ich, einer Million notariell beglaubigten Unterschriften von Leuten, die sagen, so, das machen wir nicht mehr mit, dann wirst du da ernst genommen. Deswegen, wir gehen eigentlich in Richtung Million. Wir wollen jetzt mal eine Million Vollmachten. Also, reinschicken, was nur geht. Und die Information weiterleiten. Wenn ihr es nicht weiterleitet, dann kommt die Million nicht zusammen. Wir müssen das schon selber alle zusammen machen. Ne? Das kann man zum Beispiel machen. Und man kann natürlich sein eigenes Leben umstricken. Man kann also anfangen, alternativ zu leben, in Anführungszeichen. Das heißt, sich von der Matrix weitgehend irgendwie zu lösen, indem man Selbstversorger ist. Das kann natürlich nicht jeder und schon gar nicht jeder auf Anhieb. Das muss sich aufbauen. Und man darf da aber auch, bitte, muss ein bisschen vorsichtig sein, auch nicht sich auf falsche Fährten locken lassen. Immer alles genauestens prüfen, was einem erzählt wird und es mal ausprobieren, ohne sich gleich zu verpflichten. Es gibt da die ein oder anderen Beispiele, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähne, die aber ja sicherlich nicht die Lösung sind. Da kann man vielleicht dann auch nochmal wieder reinfallen. Also man muss das immer überprüfen, ne, bevor man sich irgendeiner Gruppierung anschließt oder so. Und das sollte man natürlich auch hier machen. Schaut euch und lest euch das durch, was die VSV vorhat mit ihren Vollmachten. Könnt ihr alles genau lesen. Ich habe das gerade ein Video gemacht dazu. Ich bin halt dort engagiert. Ich mache das für mich, weil es ein Weg ist, auf ganz legale Art und Weise, auf friedliche Art und Weise etwas zu unternehmen. Und das sollte im Vordergrund stehen zu all dem, was wir hier tun. Nicht den Weg der gewalttätigen Auseinandersetzung suchen, weil das kann vielleicht irgendwann auf uns zukommen. Ja, aber lass es uns doch vermeiden, versuchen zu verhindern, weil das bringt uns unendlich viel Leid
Und das können wir uns vielleicht zu einem großen Teil sparen. Lieber versuchen wir uns in Solidarität ganz viele Leutchen zu engagieren. Und das kann man in jedem Staat machen. Das mit der Vollmacht ist jetzt etwas deutschspezifisches, aber man kann überall anfangen, sich aus dieser Schuldgeldlüge zu verabschieden, das nicht mehr mitzumachen, dafür auch zu fordern, zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen zum Beispiel selber uns ernähren, wir wollen die Nahrungsmittel zu uns nehmen, die wir für uns und für uns und unsere Familie richtig halten. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder diese Lüge, das werdet ihr auch gelesen haben, nämlich die Lüge mit dem Biofutter. Das ist ja auch gerade erst rausgekommen wieder. Das ist unglaublich. Es ist nicht zu glauben. Da wird uns doch hier marketingtechnisch seit einiger Zeit gesagt, Mensch, wir haben doch hier jetzt für euch das Beste nur und da gibt es jetzt hier Bio-Nahrung und die müsst ihr nehmen, die ist besonders kontrolliert angebaut, die hat keine Schadstoffe und dies und jenes und ja, kennt ihr das nicht, oder? ja, aber das ist alles wieder nur erlogen und erstunken oder erstunken und erlogen, wie man herum es möchte. Biofutter ist genauso wenig gesund oder genauso gut gesund wie das andere Futter auch. Ne? Also, das ist die größte Lüge, die da wieder herummarschiert. Ja? Ich habe mir jetzt leider gerade eben den Link hier zugemacht, glaube ich, oder? Hatte ich den hingetan? Damit ich den nochmal finde, damit ich das richtig zitieren kann. Macht das immer gerne, ne? Zitiere es immer gern korrekt, ne, damit man das auch nachvollziehen kann. Denn nicht jeder hat ja hier die Möglichkeit, immer genauso viel zu recherchieren, wie ich das mache. Ich opfere schon eine ganze Menge Zeit dafür, mir die Sachen anzuschauen, anzusehen. Und Bio-Nahrungsmittel, jawohl, das ist erschienen hier bei heise.de. Habe ich aber schon bei mir im Blog myweakness.wordpress.com verlinkt, dass die Originalüberschrift ist Bio-Nahrung nicht wesentlich gesünder. Ja. Eine Metastudie bezweifelt den Nutzen von Lebensmitteln, die auf vorindustrielle Art und Weise produziert werden. Ja. Okay. Also am besten ist es, man kontrolliert es selber oder man hat zumindest die Möglichkeit dazu zu kontrollieren, wie Sachen angebaut werden, die man dann selbst verzehrt, als dass man sich von China oder sonst woher von Sklaven produziert, hierher schippern lässt. Vorher sind sie durch so und so viele Giftsprühen und Mikrowellenbestrahlungen gegangen. Ja, denn alles, was in die EU reinkommt, von außen, ne, an Nahrungsmitteln und was weiß ich, wird alles erstmal bestrahlt. Einfach mal so. Ne, weil die Gründe dafür, ja, damit keine Keime und irgendwelche Stoffe hier reinkommen in die EU und dass wir das nachher hier haben. Was wird dabei bei der Gelegenheit gleich auch noch mit vernichtet? Ja. Genau, ja, die Effizienz dieser Nahrung, die wertvollen Stoffe werden dann bei der Gelegenheit auch gleich abgemurkst. Jetzt kann man sich natürlich wieder mit der Frage beschäftigen, aus welchem Grund, ne? Es gibt immer mehrere Gründe. Die Frage ist, welcher Grund ist die Lüge, ne? Und ich würde mal sagen hier, dass man Keime und so nicht hier drin haben will und so. Das ist so eine durchsichtige Aussage. Man könnte ja sagen, ja, wir wollen nicht, dass unsere Bevölkerung wirklich gesund lebt. Dann haben wir sie besser unter Kontrolle. Oder wir können die Sachen andrehen, um eben zu sagen, ja, jetzt, damit du gesund bleibst, musst du eben die Medizin XY nehmen. Von produziert hier, direkt hier. Von den DIMS kontrollierten Pharmaunternehmen. Oder? Ja, naja. Jedenfalls ist das alles so eine Sache. Ne? Die Lügen sind so mannigfaltig und eben für viele häufig nicht so einfach durchschaubar, weswegen es uns ja so schwer fällt, unsere lieben Mitmenschen, die jetzt hier noch nicht so weit sind, dass sie sich mit diesen Themen beschäftigen oder bereit sind, die Wahrheit auf die Suche nach der Wahrheit aufzunehmen, so wie wir das hier alle machen, weil wir haben es ja auch nicht alle, die Wahrheit, wir kennen ja auch nicht alles. Ja. Aber die Lügen sind so gewaltig. Und so, ja, man hat das ja auch antrainiert. Die Regierung ist der Gott, ne? Och, die müssen wir anhimmeln, niederknien. Ne? Früher hier bei in der Schweiz, ne? Da mussten sie alle hier vor dem
vor dem Hut, ne, eines der Mächtigen niederknien und wer das nicht tat, der wurde, ne, und so weiter. Ne. Bis sie sich dann angeblich dagegen gewehrt haben, weiß man natürlich auch nicht, ob da ein Bakschisch geflossen ist. Ne. Oder auch nur Blut oder ob das überhaupt alles stimmt. Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Und ich will nichts unterstellen, bitte. Ne? Es ist nur so ein laut ausgesprochener Gedanke. Der kann auch falsch sein. Muss jeder selber entscheiden. Jedenfalls das, was hier in diesem Land, wo das eben gerade passiert sein soll, heute los ist. Also da stehen ganz viele Hüte herum schon inzwischen und die Leutchen laufen alle nur noch gebückt herum. Ne? Keiner schaut mehr in den Himmel. Nach oben, zumindest nicht. Und entdeckt, dass sie da kreuz und quer wieder gesprüht werden. Die ganze Sache, alles wieder mächtig, ordentlich zugesprüht. Das ist, glaube ich, etwas, was sie sicher auch überall eigentlich am eigenen Leibe, die das hier bewusst entdecken, feststellen könnt. Das sind die nicht existenten Chemtrails, die da oben zu sehen sind. Die gibt's gar nicht. Da wird auch kein Geld dafür auf. Da gibt's keine Flugzeuge, die da oben rumfliegen, das zum Verstreuen. Nein. Ja. Und so weiter. Ne? Oder wie ich es mal einem gefragt habe auf der Straße, ne? Da war genau, wo wir standen. Das war in irgendeiner Innenstadt, ja, bei so einem Fußgängerampel. Da musste ich stehen bleiben. Und war ein toller blauer Himmel gewesen, bis sie angefangen haben zu sprühen. Und genau über uns fast, ne? Könnte sagen, das wäre direkt für uns gewesen, ne? Der Ampel. War ein schönes Kreuz. Genau gekreuzt, ja. Also absichtlich, ihr kannst es fast gar nicht mehr machen. Und da habe ich hier so einen älteren Herrn neben mir angesprochen, ne? Also noch älter als ich, ne? habe gesagt, hier, haben Sie das gesehen, was da oben ist? Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er hochgeguckt hat. Und hat gesagt, guckt hoch, guckt zu mir, lächelt so ein bisschen von oben herunter zu mir. Das sind die Ferienflieger aus Mallorca. Ach so, und die fliegen hier in meinem Kreuz, oder wie? Da habe ich gesagt, und da musste ich dann schon wieder weiter, weil es, ne, war grün und so. Da habe ich gesagt, das glauben sie wohl selber nicht, ne? Na gut, der hat mich ganz entgeistert an. Ja, wenn du so gebückt durch die Gegend läufst, gell, was willst du machen? Ne? Was willst du machen? Die verbeugen sich quasi überall und kommt dann Polizist auf sie zu, ne? Och, erstmal kriegen sie einen Herzschlag, ne? Also in der Magengrube so ein dumpfes, ungutes Gefühl. Ne? Früher war das die grüne Minna, so haben wir das in Deutschland, nee, in der BRD genannt. Heute sind sie ja nicht mehr grün, heute sind sie blau. Ja. Okay. So, und dann hast du so das Gefühl, oh, was habe ich falsch gemacht und so. Ne? Und, hä? Oder? Ja. Und dann, wenn du noch jemanden siehst in Uniform, dann verneigst du dich, gehst ganz tief in Bückhaltung und wartest darauf, dass man dir erlaubt aufzusehen. Na? Und dann sagst du, guten Tag, Herr Polizist, wie geht's Ihnen heute? Was darf ich für Sie tun? Haben Sie mir schon einen Zettel geschrieben? Na? Und so weiter. Na gut, das ist, macht das ein bisschen lächerlich, ne? Aber es ist ja wirklich, also es ist eine absolute Katastrophe, was die Leute hier mit sich machen lassen. Eieiei. Na gut, wie auch immer. So, das muss auch manchmal sein, ne? Das muss der Aufgewachte, der schneidet ja, schnippelt ja immer mal für mich die Best of Deadlift zusammen. Ne? Das muss dann halt wieder alles rausschneiden, ne? Okay, das ist dann zu offensichtlich, ne? Oder, na, weiß nicht. Also wenn ihr die mal hören wollt, so die Best of Deadlift, das ist ein bisschen hinten dran noch, ne? Aber macht das ja auch so, aus eigenem Engagement, klasse. Ne? Aber der ist mächtig dran, die Sachen zusammen zu schneiden. Ja, also, hier kommt was rein. Hi Deadlift, hab die Vollmacht selbstverständlich schon lange weggeschickt. Konnte auch einige Leute zu bewegen, so auch zu tun. Muss aber immer wieder feststellen, dass viele Angst haben, dass mit dieser Vollmacht die VSV mit irgendwelchen Forderungen kommen könnte. Wie kann man deren Zweifel am besten beseitigen? Sollte die VSV eventuell am besten einen Zusatz auf der Vollmacht anbringen, indem weitere Forderungen ausdrücklich ausgeschlossen werden, dann könnte man sicher mehr Leute zur Unterschrift bewegen. Ah, Leutchen. Okay. Ja. Nee, also ja, also eigentlich
denke, steht alles drauf. Ne? Das, die Vollmacht gilt nur so lange, bis also wir das Deutsche Reich oder Deutschland als Synonym wieder selber aktiv ist, dann ist die Vollmacht unüberflüssig, ist auch die Selbstverwaltung überflüssig. Und wenn dann also die Voraussetzungen wieder für einen souveränen Staat da sind, dann brauchen wir die Vollmacht nicht mehr. Dann braucht es auch die VSV nicht mehr, ne? In der Konstellation. Ja, gut, nee, man kann natürlich auch sagen, nee, ach, nee, das machen wir lieber nicht, die Vollmacht von der VSV, lass uns lieber von der BRD weiter verknechten, ne? Logisch, kein Thema. Hier unterschreiben wir lieber ein ESM, ne? Weiß ich, alle die, die sich nicht wehren, unterschreiben, ob sie es selber schriftlich tun oder nicht, ihren Untergang mit ESM, mit allem anderen Mist, die ziehen uns auch in die Kriege da hinein, dann fliegen uns die Raketen und die Bomben um die Ohren. Und das Bundeswehr wartet schon drauf, bis sie einen Schießbefehl kriegt. Bist du dann also als jemand, der kritisch ist und der vielleicht dann vom Polizisten auch mal eine Fotoaufnahme, das wird ja in den USA gemacht, ne? Leute, die jetzt da Polizei oder Polizisten fotografieren, ne? Die werden eingebuchtet. Und das wird es bei uns auch bald geben. In London City ist das schon so, City of London, hat ja nicht direkt mit London zu tun, aber da, wenn du da was filmst, dann wirst du gleich festgenommen. Das nehmen sie gleich die Kamera weg. Ja, mach das mal. Wenn da sowas erleben wollen, die Leutchen, die müssen eben so lange warten, bis das kommt. Die anderen, die ein bisschen Grips im Kopf haben, die schreiben lieber so eine Vollmacht, als eben sich dem ESM und diesen anderen Tyranneien der EU zu unterwerfen. Das muss man selber wissen, was man tut. Und man kann auch niemanden zu seinem Glück zwingen. Ich bin auch jetzt hier nicht hier, um eine Werbeveranstaltung für diese Vollmacht zu tun. Ich sehe es nur als eine Variante der Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen. Ja? Und zwar ganz friedlich. Und zu sagen, ich bin der Chef. Nicht die, ich bin der Chef. Und das geht nur, wenn natürlich die Leutchen selber, das Volk, das Souverän, das tun, als ja, wenn du wieder anfängst, das Parteien in die Hand zu geben, und die VSV ist ja keine Partei, sondern die man wählen kann, sondern das ist einfach eine Gruppierung von Leuten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, rechtliche Missstände zu beseitigen. Ja? Und danach, ja, die Leute, die da drin sitzen, das ist nicht deren Hauptaufgabe, das zu tun, die machen das einfach aus Eigeninteresse. Ich auch. Ich mache heute mal eine Sendung hier, um damit andere abzuzocken oder ja, Geld zu erpressen oder sonst irgendwas. Oder ja, ich mache das auch, weil ich das für richtig halte, weil ich eben durch das Weitergeben meiner Ansichten und das laut aussprechend tue, Mut zu machen, sich mit diesen Dingen auch mal so damit auseinanderzusetzen, überhaupt mal auf die Dinge zu kommen und zu merken, dass man sich wehren kann, dass man etwas tun kann, allein dadurch, dass man sich gut informiert und auch die Dinge einfach differenziert betrachtet und nicht einfach alles schluckt, was die Matrix-Propaganda uns in den Rachen schiebt. Ne? Du kannst auch ausspucken, ne? Und kann sagen, nee, also probiere ich erst mal ein bisschen, ne? Gucken wir mal. Und dann probiere ich auch mal was anderes, ne? Um zu sehen, wie es denn da schmeckt. Und irgendwo kriegst du dann die richtige Mischung hin. Ne? Und das machen wir. Und das ist der Gräuel. Zum Gräuel eben dieser Dims, der dominanten irrsinnigen Minorität, die merken, dass ihre Zeit zu Ende geht, dass wir die Oberhand gewinnen, das Volk eben erkennt, dass es der Chef ist. Das weißt du, den Begriff souverän kennt doch kein Mensch. Geh mal draußen und frag mal jemanden auf der Straße, ob die wüssten, was souverän heißt. Die meisten kennen das Wort gar nicht. Ne? Das ist natürlich auch unglücklicherweise jetzt nicht unbedingt nur ein rein deutsches Wort. Ja? Wir sind die unabhängigen Chefs. Ja? Das heißt souverän. Unabhängiger Chef zu sein. Wir sind der Chef unseres eigenen Lebens, unserer Geschicke, unseres Staates. Ja, alle zusammen, nicht die Regierung. Die Regierung sind eigentlich unsere Diener, die für uns vorhanden das umsetzen wollten. Aber das ist alles in Vergessenheit geraten. Das alles wird auch von denen bewusst verdrängt, damit sie sich als die Herren aufspielen können und die Leute, die nie was vom Souverän gehört haben und nie wissen, Volk, ist das nicht eher was Rechtsradikales? Ne?
Verstehst du, die sind ja so gehirngewaschen, die Leutchen, dass sie gar nicht mehr mitkriegen. Fragst du, weißt du, was McDonald's ist? Ja, klar, weiß ich das. Ja, kann erzählen dir das ganze Menü rauf und runter, nicht? Des letzten halben Jahres, ne? Mit jeder und so weiter, ja? Das ist so, da, mit dieser Situation müssen wir halt leben oder fertig werden. Und das nicht so, nicht so ganz einfach, ne? Oder? Und ja gut, wem, du kannst dir Vertrauensfrage stellen. Wem vertraust du mehr? Ne? Eine Regierung, die dich gerade eben an eine Bankster-Gruppierung verkauft, oder hier einer im entstehenden Bewegung, Graswurzelbewegung, die versucht, die Rechte von dir auch wiederherzustellen. Ne? Die Rechte haben wir ja. Müssen sie wiederherstellen. Oder es geht nur, wenn man sich meldet. Wenn du da als Hans Maxel da vorbeikommst in Den Haag und dann schieben sie dich hin zur Besuchergruppe, ne? Die nächste Besuchergruppe Führung findet statt in 30 Minuten, ne? Aber immer nur jeden Mittwoch. Ne? Das ist. Aber wenn du da irgendwelche Interessen durchsetzen willst von Leuten, von Menschen, dann musst du schon eine Menschenmenge repräsentieren, ja. Und auch eine Million ist ja nichts. Wenn du ein Volk hast von ungefähr, was weiß ich, 80 bis 100 Millionen, okay, nicht alle sind volljährig und können das nicht, ja, aber es sind, 1 Million ist ja auch nichts, aber immerhin, ja, immerhin, ist ja noch nicht mal 10% der Bevölkerung. Aber mit 1 Million kannst du da eben hingehen, kannst schon mal ein bisschen was unternehmen, ja, oder, ja. Ja, also das meine ich. Und wir müssen uns nicht belügen lassen. Und ich glaube, wer so ehrlich schreibt wie die VSV, was sie mit der Vollmacht vorhat und da auch eigentlich alles drinstehen hat, was notwendig ist, klar, du kannst immer dann auch noch sagen, ach, dann lest doch mal die Bedingungen bei deiner Bank durch. Lest doch mal die. Hast du ein Bankkonto, fragt den, der denn die Vollmacht nicht unterschreiben will? Ja klar, das muss doch jeder haben. Ja, hast du schon mal deine AGBs durchgelesen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen? Zum Beispiel bei der Sparkasse, ne, wo die sind alle mehr oder weniger gleich. Nö. Ja, warum hast du denn dann bei der Bank unterschrieben? Ja, weil ich dir vertraue. Da musst du genauso ins Lachen ausbrechen, wie ich jetzt hier auch. Und dann nimm am besten, also die beste Beispiel ist, druck dir irgendwie diese AGBs, die werden ja schon effektiv nicht mehr verteilt, ne, oder ausgehangen. Weil sie alle schon wissen, hoppla, wenn die Leute das wirklich durchlesen, was sie mit meinem Geld machen. Nimm das, druck's mal aus und markiere das mal gelb, wo das drin steht, was sie alles für Rechte haben, dass sie alle dann eine Kohle abziehen können, wann immer sie wollen, dass die Regierung die Möglichkeit hat, also die Regierung in Anführungszeichen, ne, dass die Bankster die Möglichkeit haben, dir jederzeit die Kohle wegzunehmen, dich zu verpfänden, was weiß ich. Doch, ich nenne nur den Fall Hoog. Ja, da hat irgendeine Bank hat einfach abgehoben, alles mögliche von dem auf dem Konto, weil etwas, noch nicht mal ein Urteil war da und schon haben sie alles eingezogen. Einfach komplett illegal. Ja, meinst du, dir kann das nicht passieren? Also, da würde ich so antworten. Also, hast du schon mal die AGBs an der Bank durchgelesen? Hast du schon mal gefragt, ob das denn alles so richtig ist, was da drin steht? Hast du mal mit der Bank gesprochen darüber? Ne? Also mehr sage ich jetzt dazu nicht. Also ich glaube, das reicht, ne? Oder? Okay. Ja. Die Argumente lauten zum Teil so, ja, das war jetzt nochmal eine Ergänzung wegen der VSV. Ja, wenn dann Kosten, Gerichtskosten, ist ja da auf die VSV zukommen, dann holt sich die VSV das Geld von denen, die die Vollmacht unterzeichnet haben. Also der internationale Strafgerichtshof, das kostet nichts. Das ist auch keine, das was du da machst, ist ja kein Prozess, sondern du machst eine Strafanzeige. Die ermitteln dann auf eigene Veranlassung. Finanziert wird der internationale Strafgerichtshof von den Mitgliedstaaten oder Mitgliedsnationen, ja, Regierung. Da ist die BRD auch Mitglied. Ja. Da kommen keine Gerichtskosten auf dich zu, was sollen dafür Gerichtskosten zukommen? Es könnte höchstens sein, dass wenn man dann einen Schritt weiter geht, zum Beispiel Friedensverhandlungen aufnimmt, ja, dass man dann vielleicht Reisekosten braucht, um irgendwo hinzufahren und so. Aber ich denke, wo steht das auf der Vollmacht, dass man da irgendwelches Geld zahlen muss? Also ich
Okay, also dann ziehst du halt deine Vollmacht zurück, dann schreibst du hiermit, ja, steht da irgendwas drin, dass die Vollmacht nicht zurückgezogen werden kann? Du kannst doch zurückziehen. Du kannst jede Vollmacht kannst du zurückziehen. Das ist eine Vollmacht. Vollmacht dauert immer nur so lange, wie du sie gelten lässt. Ne? Also wenn von mir jemand 100.000 Euro haben wollte, die habe ich ja gar nicht, weil ich eine Vollmacht ausgestellt habe, dann ziehe ich die Vollmacht zurück. Ne? Ganz einfach. Also nee, weiß nicht. Also das ist eine unsinnige Frage. Die sollen lieber mal gucken, was die AGBs sind bei der eigenen Bank. Das könnte eher sein, dass man dort zur Kasse gebeten wird. Also die VSV, wenn du da Mitglied bist, die nehmen keine Mitgliedsgebühren. Es kommen auf keinen bei der VSV irgendwelche Kosten zu, soweit ich das wüsste. Es sei denn, man will selber was spenden. Und das ist jedem natürlich überlassen, das zu tun. Ich habe auch schon gespendet, ja, irgendwann mal, als ich mal ein paar Kröten in der Tasche hatte. Aber ich mache, was ich mache, ist, ich engagiere mich dafür. Das ist auch was wert. Ne? Das kann man auch tun. Oder man kann auch, man muss ja nicht mal Mitglied bei der VSV sein. Einfach eben, wenn man Mittel zur Verfügung hat. Es gibt auch Leute, die haben Mittel. Für die ist das nicht ein Problem, 50 Euro, ja, über die wir uns Gedanken machen, weil wir die brauchen zum Überleben, sondern einige haben vielleicht haben Vermögen oder haben irgendeinen Betrieb, wo immer regelmäßig was reinkommt oder der floriert und so, und da spielt es keine Rolle, ob die mal ein Hunderter oder Tausender oder vielleicht auch sogar Zehntausender mal spenden können. Das ist immer relativ, in welcher Situation du dich befindest. Deswegen, wir sprechen ja nicht nur Leute an, die also kein Geld haben oder keine Möglichkeiten haben. Wir sprechen auch Leute an, die Möglichkeiten finanzieller Natur haben. Auch wenn es derzeit dieses Schuldgeldsystem ist. Ja, weil auch die, um deren Schicksal geht es, gerade was die Wirtschaft angeht, gerade was die kleinen und mittleren Unternehmen angeht, die werden doch hier kaputt gemacht. Globalisierung heißt doch nichts anderes, als dass man versucht, alles aus nationalen Grenzen herauszuholen. Eben dorthin zu verlegen, wo man am besten für nichts produziert, ja, und sehr viel damit gewinnen kann. Deswegen ist man in diese Billiglohnländer gegangen. Ja. Deshalb sind die Arbeitsplätze verschwunden aus den Nationen, aus der Schweiz. Wenn sie aus, gehen die raus, die Firmen. Ja, aus Deutschland, also aus der BRD, aus Frankreich, aus Österreich. Überall gehen doch diese großen Unternehmen raus und verlagern irgendwo hin. Habt ihr das nicht mitgekriegt? Wo werden denn die Autos heutzutage produziert? Ja? Und solche Sachen. Oder diese ganzen Lebensmittelhandelsketten, die entstanden sind, oder diese Discounter. Warum gibt's die? Die gibt es deswegen, weil man eben die kleinen Firmen, die regionalen Firmen kaputt machen wollte, damit man die Kontrolle übernehmen kann. Wenn wir das zulassen, weiterhin zulassen, dann geht alles den Bach runter. Ja? Und deswegen ist auch wichtig, kleine, mittlere Unternehmen, also Selbstständige, jeder Schattierung, ja, sollten hier mit uns zusammenarbeiten und sollten uns unterstützen, die Sache, ja, diese Lügen aufzudecken. Und die Macht beim Volke zu lassen und sie nicht unkontrolliert nur einer kleinen Gruppe von Mächtigen zu überlassen. Denn dann herrschen die irgendwann absolut. Ja, deshalb bin ich auch gegen Kaiser und Könige und solche Geschichten, weil die haben eine absolute Herrschaft nachher. Das bedeutet das, ja. Und da hat der kleine Mann, wir, ja, auch der, bloß weil du einen Betrieb hast, und vielleicht ein paar Millionen Umsatz machst, bist du doch nicht einer der ganz Reichen. Die Definition von Reichen, die ich zu dieser Gruppe der DIMS rechne, das fängt an in einem dreistelligen Milliardenbereich. Nach oben offen. Doch nicht, weil du ein paar Millionen hast, bist du doch keiner von denen. Im Gegenteil, du bist eins der Opfer, der nächsten Opfer. Die nehmen sie auch ran, die holen sie, ziehen sie auch das Fell über die Ohren. Deswegen ist das so wichtig, dass wir an jeden herangehen. Dass ich mich mal mit Hartz-IV-Opfern beschäftigt habe und mit der Hartz-IV-Situation, heißt ja nicht, dass ich jetzt nur noch Hartz-IV-Leute hier sehe, dass die sich hier auch. Alle müssen wir
Wir müssen alle begreifen, dass es jetzt notwendig ist zu handeln. Damit wir eben nicht gezwungen sind, nachher uns vielleicht um unser Leben kämpfen, verteidigen zu müssen. Ja. Sondern dass wir das jetzt in geordneten Bahnen noch halbwegs rumkriegen. Und es gibt ja viele Gruppierungen und Leute, die was tun und machen, und nicht alle sind immer unbedingt auf dem gleichen Zug, und jeder versucht seinen Weg, und ich will jetzt hier auch niemanden madig machen oder besonders herausstellen, der es richtig macht. Aber ich bin eben jemand, der sich nicht politisch engagiert. Ich engagiere mich rechtlich. Ich suche rechtlich einwandfreie Wege, diesen Lügen den Garaus zu machen, die uns unser Leben hier verunmöglichen. Das ist doch der Hintergrund. Und wenn man das mal begriffen hat, ich setze mich doch hier nicht unter die Matrix. Was sind denn Banken? Was sind denn Großunternehmen? Was sind denn Regierungen? Das sind alles nur Vertreter der Matrix, der ganz, ganz Mächtigen. Und wenn du dich denen lieber ausliefern lässt, anstatt die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, ja. Aber eben, wie gesagt, ganz alleine schaffen wir es nicht. Wir müssen uns schon zusammenschließen in irgendeiner Form, ja, solidarisch. Und wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, das haben wir ja schon mal in der Schule gelernt, ne? Also da, wo die Interessen breit auf der gleichen Schiene sind. Und das müsste meines Erachtens bei Deutschen zumindest sein, die eigene Souveränität zurückzugewinnen. Dazu muss man das natürlich erstmal lernen, dass wir gar nicht souverän, dass Deutschen nicht souverän sind im Moment und wie das alles, okay, das gehört dazu. Das muss man erstmal erkennen, sonst kannst du auch nichts unternehmen. Jemand, der BRD-hörig ist, der komplett gehirngewaschen ist und nur eins im Kopf hat, sein Geld zu verdienen und in die Disco gehen dem kannst du nicht helfen. Den kannst du nur versuchen aufzuwecken und zu sagen, pass auf, dein Leben ist ein Leben in Lüge. Sehr schwer, ne? Das ist für jemanden, das zu akzeptieren. Und wenn jemand nicht Not leidet in irgendeiner Form, ist es für den auch sehr schwer, selber nachzuvollziehen, wie er denn darauf käme, ne? Das ist ja auch im Gespräch mit eigenen Bekannten, die ich habe, denen es wirtschaftlich gut geht, ja. Also gut ist ja immer relativ auch, ne? Also die nicht Millionäre sind, sondern einfach, denen es einfach gut geht, denen zu erklären, dass sie sich auf Risiken, auf Katastrophen und dies und jenes vorbereiten müssen. Die gucken halt nur an wie so ein Auto, ne? So, was willst du denn? Meine Rente ist sicher. Ne? Die glauben das alles, was da drin steht, weil die kriegen jeden Monat ihren Scheck, da ist immer Geld auf dem Konto, die haben ihre Darlehen abgezahlt oder sehen, das ist nur noch 2-3 Jahre und dann habe ich mein Häuschen, ist dann meins. Dass aber inzwischen Dinge passieren können, die sie sich überhaupt nicht vorstellen können, weil es ihnen ja durch die Matrix auch gar nicht vermittelt wird. Sondern da arbeitet ja immer, wenn so ein Zweifel kommt, dann wird gearbeitet mit der Bekämpfung dieser in Form dieser kognitiven Dissonanz, indem man Leute wieder beruhigt, nein, die Riester-Rente ist sicher. Ne? Zum Beispiel. Oder sowas, ne? Das ist alles Propaganda, das ist alles geplant, und das zu durchschauen ist für jemanden, dem es gut geht, nicht einfach. Obwohl, es gibt auch diejenigen, die auch denen es gut geht, die erkennen, hoppla, das geht nicht mehr so weiter, obwohl sie selber persönlich keine Not leiden im Moment, aber die eben weitsichtig genug sind zu erkennen, dass wenn wir jetzt hier nicht irgendwie das Ruder rumreißen, dass wir dann irgendwann auf den Klippen sitzen und nicht mehr wegkommen und das Boot sinkt, ne? Sozusagen, um fachmännisch in der Seemannssprache zu sprechen. Ne? Okay. Ja, das nur so am Rande. Aber ich denke, das ist schon wichtig, weil den Leuten muss erstmal klar sein, dass die Lüge, in der sie leben, so groß ist, dass sie es vielleicht auch gar nicht erkennen können. Aber eben dadurch die Macht einer kleinen Gruppe geben, die nachher auch über ihr Leben entscheiden wird, und das möglicherweise nicht positiv. Ne? Denn wenn die wirklich auf 10% der Bevölkerung zurückgehen wollen, dass nur noch 10% der jetzigen Weltbevölkerung übrig bleiben soll, müssen ja irgendwelche das Leben lassen. Natürlich, für uns weit weg, wenn ich jetzt in Afrika säße, würde ich da anders denken, aber für uns ist es weit weg, ne? wenn Gates da seine Impftour macht durch Afrika und andere sogenannte Dritte Weltländer
und da eben unter dem Vorwand was Gutes zu tun, aber eigentlich die Weltbevölkerung reduzieren will, ne? Und dann alle vollspritzt, sagen wir, ja gut, das ist weit weg, ne? Ja. Aber es wird auch hier kommen. Es ist so. Und deswegen kann ich nur raten, jedem das ernst zu nehmen. Okay, wir sind, jetzt habe ich schon wieder zu viel gewasselt hier, ne? Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Sendung. Aber ich habe viele ja von euren Kommentaren auch mit reingenommen. Und danke euch dafür. Wir werden gleich diese Sendung wiederholen und ihr könnt es übrigens hier dann auf den Playern bei Wakeness.net, Wakeness Radio natürlich hören, aber auch bei milen-fm.lu oder .net hören. Dort wird auch die Wiederholung eingespielt, auch in dem Mumble-Raum, den ihr gerne mal kennenlernen könnt. Ja, okay. Hier steht. Detlef, aber bitte nicht zum Friseur gehen. Nö, Friseur spare ich mir eh. Okay. Also Leutchen, klasse, dass ihr zugeschaltet habt. Und ich versuche dann auch noch irgendwie das Video hochzuspielen. Ja. Jetzt hören wir dann ausgangs noch, ich denke passend, auch ein schönes Liedchen von Crack Rocks Deutschland. Ja, finde ich auch gut. Und dann zwischendrin, während ich hier so ein bisschen umspule, hören wir dann auch noch Dano Deep in Blue von danoschance.com. Also, Leutchen, es geht gleich in die Wiederholung. Freue mich, nächste Woche bin ich wieder auf Sendung, jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr live. Ist der Detlef von Wake News Radio. Bis dann! Ciao! Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Yeah, Deutschland. Was ist los mit dir, Deutschland? Alles geht zugrunde, Mann, Alter. Yeah. Aha. Wie kann es so weit kommen? Deutschland. Es muss sich was ändern. Yeah. Yeah. Wir sind Sklaven des Staates, Sklaven der Bürokraten. Was für uns bleibt, ist arbeiten, sparen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn ich Miete zu zahlen hab, weil ich jetzt schon für ein paar Sneakers zu sparen hab. Ich muss Geld machen, ohne abhängig von anderen zu sein. Fucker, ich will es selbst schaffen. Wir brauchen eine Revolution. Ich will Bestätigung dafür, dass sich mein Credo lohnt. Der Fakt ist, die Zukunft liegt in den Jugendlichen. Doch man sieht nur, wie sie selbst ihre Zukunft finden. Ich halte nichts von Hartz IV. Der Staat lässt mich über Scherben laufen, als wäre ich ein Fakir. Ich hab kein Unternehmen, was soll ich unternehmen? Ich bin euch untergeben und werd untergehen. Dies hier ist der Untergang, nicht nur für mich, für alle Menschen und unser Land. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Schau auf dieses Land, Mann. Wieso stehen denn hier 5 Millionen Leute vor dem Arbeitslosenamt? Denn den meisten geht's nicht schlecht, aber bei vielen könnte es besser sein. Eure Gesetze und die ganze Scheiße fesselt ein. Ich kenn Krass-Ticker, die müssen einwandern. Doch ein Kinderficker ist ein freier Mann. Überleg dir das mal, das ist einfach nur krank. Geh lauf in eine Sackkasse, dann weißt du, wo's lang geht. Ich bleib bei Verstand, denn will nicht so kentern wie ein arbeitsloser Säufer in den Billiglohnländern. Und glaub mir, war man 20 Jahre ab, es wird noch schlimmer sein, wenn man nicht langsam mal was macht. Diese Kids mit Kiffen und Pillen, Pappen aufwachsen. Jungs von mir, die Bons rauchen nach dem Aufwachen. Aber auch das kommt nicht von ungefähr. Ich glaub, das wäre anders, wenn dir alles gelungen wäre. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Ich höre Lügen von euch und das ist der Anschlag. What? Für euch fetten Schlipsträger im Landtag. Wieso macht ihr euch die Taschen voll, ha? Deren Kinder mit 15 eine Waffe wollen? No. Ich will keine Kinder haben, guck. Das Leben ist nicht leicht in diesen Tagen. Und mein Land guckt zu, wie es drauf geht. Jeder hat Angst, es wird Zeit, dass wir aufstehen, rausgehen.
gehen und mit Steinen schmeißen. Fick die Polizei, schreien und Arbeit schmeißen. Ich kenn Leute, die müssen dealen, um zu leben. Deutschland wird Ghetto und du spielst mit dem Leben. Ich bin nie allein, der Vorteil der Straße, ich bin nie allein. Doch ich bin froh, wenn ich abends wieder einschlaf, die Augen zumach und vergesse, dass es mein Deutschland. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Schicht und ihr Panz könnt mich gerne kritisieren. Doch wenn ihr ehrlich seid, wäret ihr schon gerne so wie wir. Nimm die Sterne ins Visier, Homie. Denn wenn du denkst, du hast alles zu gewinnen, gibt es doch mehr zu verlieren. Shit, wir lesen täglich über Armut und Kriege. Und zu sagen, es wär scheiße, wär noch hart untertrieben. Wo ist in diesen Tagen die Liebe? Wir hoffen auf morgen. Aber uns bleibt die Hoffnung verborgen. Ich geb nicht auf, denn ich scheiß auf die Medien. Jo. Weil die Pisser meinen, dass sie jeden Menschen einzeln überlegen sind. Mich interessiert nicht, was Politiker reden. Sie haben nie was für Vitalis, neue Ziele zu geben. Ich scheiß auf SPD und CDU. Egal, wo ich jetzt noch stehe, es geht mir gut. Und ich brauche kleine Leute, die erklären, was zu sagen ist, wenn 5 Millionen Menschen auf der Straße ohne Arbeit sind. Deutschland, du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel. Du gehst langsam zugrunde, gehst langsam vor die Hunde. Deutschland, langsam wird's dunkel.